Einen schönen guten Tag oder guten Nachmittag, Frühabend, wie auch immer ihr das möchtet. Heute spielen wir was, was ich schon angekündigt hatte, nämlich was wir selber gebastelt oder verbrochen haben, nämlich das VTT-System und Spiel von Hexen. Aber weil Hexen natürlich so super ist, spielen wir auch gleichzeitig eine Art Sneak Peek zu dem, was demnächst bei Hexen veröffentlicht wird. Und damit das nicht so langweilig ist und ich die ganze Zeit rede, habe ich natürlich hier ganz tolle Mitspieler und einen nicht minder tollen Spielleiter. Die stellen sich gleich selber vor. Ich bin Jan, ich bin bei Ulysses für alles, was piept und funkt, zuständig, außer das, was die Inge macht. Das heißt, ich mache den Digitalkram bei Ulysses. Und dann übergebe ich einfach mal an links von meiner Seite, nein, da, also das andere links, das da. Genau, da, an den Tommy. Und der kann sich auch kurz vorstellen. Hi, ich bin Tommy, 35 Jahre, bin bei Ulysses im frisch gegründeten VTT-Team, habe auch an dem Hexenbuch der Regelmodul so ein bisschen mitgewirkt. Der Großteil der Arbeit gehen die Lorbeeren an Martin. Bastel noch an anderen Projekten. Ich sage jetzt mal einfach noch nichts. Ja, freue mich auf die Hexenrunde. Genau. Und weil wir natürlich eine große Unbekannte hier haben, nämlich das Kästchen, das, nee, da, die andere Richtung, ich muss mein Spielfeld hin, da das Kästchen, in diesem Kästchen, das unsichtbar ist, seht ihr jetzt gleich die Hanna und ihr hört sie, aber bevor ihr sie seht, das ist Magie. Hanna. Magic, Magic, Magic. Hallo. Ich bin Hanna. Ich bin 27 und ich bin Teil der Hörspieler. Meine Kollegen haben schon ganz viel gestreamt hier für Ulysses und die Hörspieler sind auf DSA 5 und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein Let's Play zu gestalten, das mehr Hörspiel ist als Let's Play. Und die erste Staffel ist jetzt dieses Jahr veröffentlicht worden, im Mai. Und jetzt dieses Wochenende, irgendwann, kommt die zweite Staffel raus und ich freue mich schon ganz arg. Ja. Genau, das kann man sehr euch ans Herz legen und empfehlen. Wie ihr gehört habt, hat die Hanna manchmal ein paar technische Probleme. Das liegt nicht daran, dass sie aus dem All funkt, aber es kann sein, dass ihre Videoleitung manchmal nicht stark genug ist. Der Tommy bläst schon kräftig Rauch in die Maschine, damit das besser funktioniert. Aber also bitte verzeihen, wenn das zwischendurch langsamer wird, dann liegt das nicht an euch, sondern an uns. Aber wir machen trotzdem nichts dagegen, weil wir nicht können. Zum Thema Können fällt mir nur noch einer ein, nämlich unser Spielleiter. Das ist nicht der Mirko, wie einige Leute schon sehr schlau festgestellt haben. Der Mirko ist viel zu wichtig und viel zu beschäftigt, der lässt spielen. Und zwar in diesem Fall den Klaus. Klaus. Ja, hallo, ich bin der Klaus, ich bin 30 Jahre alt, ich bin privat eigentlich Lehrer und habe mit Hexen, also ich spiele Hexen, seitdem es draußen ist und habe auch schon das eine oder andere dafür geschrieben. Also wer im letzten, vorletzten Archiv den Artikel über Ballkultur gelesen hat, der war von mir und deswegen. Also nicht deswegen, aber in dem Zusammenhang hat Mirko mich gefragt, ob ich hier das leiten möchte. Und ja, jetzt bin ich hier. Das hat er jetzt davon, weil er ja gesagt hat. Genau. Die drei, die wir hier sitzen, sind keine Superhexenprofis. Ich schicke das schon mal voraus, weil der Chat natürlich viel besser weiß, wie das alles funktioniert. Und wenn wir dumme Fragen stellen, dann machen wir das aus rein erzieherischen Gründen, damit Leute, die Hexen nicht kennen, sich in die Situation versetzen können, in der wir sind. Und gleichzeitig eben was über das System lernen und gleichzeitig was über Foundry lernen. Alle diese beiden Sachen, Foundry, das System, mögen wir potenziell nicht perfekt kontrollieren, aber das mögen wir uns nachsehen. Ihr könnt uns natürlich super gerne Tipps geben. Die werden wir auch wahrscheinlich stundenlang gekonnt ignorieren, während wir verzweifelt auf Tasten rumdrücken. Aber ihr werdet ja sehen, was passiert. Und damit sind wir auch schon bei der Sache. Das Hexenabenteuer, das wir spielen werden, führt uns, Klaus, wohin? Nicht in die normale Gegend von Hexen. Nein, wir fahren nämlich ganz, ganz, ganz weit weg. Wir machen einen großen Sprung über den großen Teich hinüber in die Karibik. Und vielleicht kann man jetzt auch schon Foundry zeigen, sehen. Dann haben wir auch schon einen wunderschönen Hintergrund, der uns in die richtige Stimmung versetzen soll. Theoretisch wäre er da. Die Technik ist noch bei der Beschwörung des Bills ganz offenbar beschäftigt. Beschwörung, Hexenwerk.
Na gut, vielleicht kannst du ja schon mal, während wir, da kommt, glaube ich, was, zumindest mal ein super weißer Bildschirm, während wir das anschauen, wie das nicht funktioniert, kannst du ja vielleicht oder kannst du ja noch ein bisschen mehr erzählen. Also wir sind in der Karibik, das sieht auch super geil aus. Was wir hier sehen, seht ihr nicht. Aber sobald ihr es seht, werdet ihr sehen, wie geil es aussieht. Aber wir haben auch spannende Charaktere dabei. Also zumindest meinen fand ich interessant. Der kann coole Sachen wie Inselkontrolle. Damit kann er Inseln kontrollieren. Ja, aber dann Inseldomäne hat er, genau. Ja. lass uns doch gleich damit anfangen, dass ihr euch, nachdem wir uns jetzt vorgestellt haben, dass ihr kurz eure Charaktere vorstellt, die nämlich auch da schon der Sneak Peek die Archetypen sind, die im nächsten Crowdfunding dabei sein werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber dann in diesem Fall. Ja, dann, du hast gerade schon angefangen. Soll ich mal Der weitermachen? Herr Okay. Gouverneur kann gleich uns Genau. erzählen. Ich bin der Gouverneur. Der Gouverneur eines kleinen, aber feinen Inselreiches auf den Antillen. Abraham Friso van Zandt, mein Name. Und ich bin eigentlich Niederländer, aber wie wir wissen, sind die Niederlande ein bisschen untergegangen. Und daher, obwohl für mich eigentlich eine wunderbare Karriere im Handelskontor und in der Regierung gedacht war, musste ich mich als Piratenjäger, Seemann, Händler und alles Mögliche durchschlagen, bis ich schließlich mich auf meiner eigenen kleinen Insel mit meinen eigenen Leuten ein bisschen zur Ruhe gesetzt habe. Aber manchmal zwickt es mich noch und das Abenteuer ruft und dann muss ich meine Handelsrouten überprüfen und einige wichtige Verträge unterschreiben und dann zieht es mich doch nochmal aufs Schiff, obwohl ich in meinem gesetzten Alter von ein paar 50 Jahren eigentlich nicht mehr so für die erste Reihe tauge. Dementsprechend bin ich Gouverneur. Ich habe ein bisschen was vom Strategen und werde tendenziell eher den Leuten sagen, was sie tun sollen und lasse arbeiten, so wie der Mirko das auch gemacht hat. Ja, dann mache ich mal einfach weiter. Mein Name ist Rodrigo Diaz Felipe de la Santa Cruz. Als ich alt genug war, wählte ich eine Laufbahn als Soldat und lernte dabei nicht nur den Umgang mit Muskete und Säbel, sondern auch, dass der wahre Krieg alles andere als heldenhaft ist. Als Cartagena von einem Heer Untoter angegriffen wurde, kämpfte ich an vorderster Front. Ich sah meine Kameraden sterben und als Untote wieder auferstehen. Das Grauen packte mich und ließ mich nicht mehr los. Jahre später kehrte ich zurück, ein gebrochener Mann. 3 Jahre war ich in einem Kloster und betete viel, fand den Weg zu Gott zurück. Und nun, dass meine Reise diesen neuen Abschnitt angefangen hat, möchte ich zurück nach Cartagena und gegen die Untoten kämpfen. Dann mache ich mal weiter. Ja. Ich spiele Hurricane. Sie ist eine Kriegerin des Stammes Arawak. Sie wurde aber leider damals auf den Pfad der Tränen geschickt, weil sie es nicht geschafft hat, sich als Kriegerin zu behaupten und versucht seitdem gegen das Böse zu kämpfen und so ihre Ehre wiederherzustellen. Ich bin 1,90 groß, sehr, sehr groß. Als Frau, ich habe dunkle Haut und bin nicht europäisch gekleidet, wenn man das so sagen darf, aber dazu dann später mehr. Sehr gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an in der Szene, in der wir gerade uns befinden. Denn ihr seid alle unterwegs auf einem Schiff, auf einer Fleute, die den Namen Aeolus trägt. Das Schiff ist schon ein bisschen älter. Es ist nämlich ein niederländisches Schiff, das gebaut wurde, bevor die Niederländer baden gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein dreimastiges Handelsschiff, eher von der gemütlichen Sorte, auch nur so mittelschlecht bewaffnet. Ja, also wenn dann die großen Piraten der Karibik anrücken, vielleicht eher nicht so mächtig prächtig. Und während ihr da über die Wellen des azurblauen Ozeans in der Karibik schippert, und die Möwen euer Schiff schon umkreisen, also irgendwo in der Nähe muss offenbar Land sein. Auch wenn ihr es noch nicht seht, tritt der Kapitän des Schiffs,
Jan de Witt an unseren Gouverneur heran und berichtet ihm als wichtigster Person auf diesem Schiff, abgesehen von dem Kapitän selbst, dass ihr demnächst die Hafenstadt Willemstad auf Curacao erreichen werdet. Ja, sehr gut, guter Mann. Ich gehe davon aus, es wird keine Schwierigkeiten geben beim Anlegen. Nein, also da in Willemstad gab es noch nie Probleme. Wir sind da immer sehr freundlich aufgenommen worden und auch die See scheint ruhig zu sein. Gut dann. Weiter so. Ja. Nickt dir kurz zu und geht dann wieder hinauf aufs Oberdeck zu seinem Steuermann, der da steht und im Moment nicht viel zu tun hat, außer das Steuerrad festzuhalten, weil es geht nur geradeaus. Dann, wo befinden sich unsere anderen zwei Mitreisenden denn gerade auf diesem 30 Meter langen Boot, Schiff? Möchtest du anfangen? Ich, gerne. Ich stehe an der Reling, ich gucke mir das Meer an und wirke vielleicht ein bisschen nervös in mich gekehrt und friemel an den Schrumpfköpfen herum, die an meinem Gürtel baumeln. Ja, diese Schrumpfköpfe ziehen, seitdem du hier an Bord gegangen bist, vor ein paar Tagen immer wieder die leicht irritierten Blicke der Mannschaft auf sich, die mit einer Mischung aus Neugier und Faszination diese Schrumpfköpfe an deinem Gürtel betrachten. Ich schätze mal, ich Ja, ich bin will mit. sie genauso verwirrt zurück angeguckt haben. Ja, ich werde mich während der Überfahrt nützlich gemacht haben und kräftig mit angepackt haben. Bin vielleicht kein Seemann, aber zumindest Muskelkraft mit einbringen sollte ich ja hinkriegen, hoffentlich. Und bin wahrscheinlich auch gerade dabei, mich von irgendwelchen Seeleuten von A nach B schicken zu lassen, um irgendwo mit Hand anzulegen. Ja, also deine Hilfe wird jederzeit dankend angenommen von den Seeleuten, die hier unterwegs sind. Manchmal rollen sie ein bisschen mit den Augen, wenn du den Knoten einfach irgendwie machst und nicht so, wie er gehört, aber dann nimmt dir das im Zweifel einfach jemand aus der Hand und macht das für dich. Aber ihr seid ja alle auch nicht alleine unterwegs auf diesem Boot, sondern ihr habt jemand oder etwas jeweils mit euch oder bei euch auf diesem Boot, das von ganz besonderer Bedeutung für euch ist. Wenn ihr uns kurz erzählen könntet, wen oder was ihr als ganz besondere Person oder ganz besonderen Gegenstand mit euch führt auf eurer Reise. Ja, ich kann mal anfangen. Also bei mir ist es tatsächlich ein Stück Papier. Es ist nämlich ein Siegelbrief, ein Versiegelbrief, der mir ermöglicht, eine weitere Insel als Gouverneur zu übernehmen. Der wurde mir überreicht für meine Taten gegen die Piraten in erster Linie. Und ich versuche jetzt, diese Insel sozusagen offiziell als Gouverneur in Besitz zu nehmen. Und habe nur dieses Schriftstück, das meine Autorität belegt. Das Problem an der Sache ist, das ist gar nicht echt. Das heißt, hier versuche ich gerade sozusagen über geschicktes Erzählen und überzeugende Rede es hinzukriegen, dass mir ein zweites Inselreich zu eigen wird, weil der tüchtige Kaufmann natürlich auf einem Reich nicht stehen kann. Und daher, ja, ist das besonders heikel. Das darf natürlich keiner in die Hände kriegen und sich genau angucken. Spannend, spannend. Dann der Thomas, was hast du denn? Was hat dein Charakter denn dabei? Ich habe ein Rosenkreuz in meiner Tasche, was mir einer der Mönche aus dem Kloster mitgegeben hat. In der Zeit, in der ich da wieder zu mir und Gott gefunden habe, hat diese Person mir sehr stark, sehr viel geholfen, wieder zurück auf den rechten Pfad zu kommen. Also so eine therapeutische Rolle, sage ich mal, um das Erlebte zu verarbeiten. Und wir haben uns
recht gut angefreundet und das war halt so das Abschiedsgeschenk, was mich an die Zeit da erinnert und mich daran halt erinnert, doch das Richtige zu tun. Gut, dann. Ich trage eine, bin ich? Ja, du bist. Ja. Sehr gut. Ich trage eine Halskette, an der ein kleiner Stein aufgefädelt ist mit einem Symbol darauf. Und dieses Symbol wiederholt sich ganz oft auf meiner Haut. Das trage ich nämlich immer wieder mit weißer Farbe auf meiner dunklen Haut auf. Und es geht mehr um das Zeichen, das mich begleitet. Sehr schön. Also alle ohne Freunde, Familie und nur mit wichtigen Gegenständen unterwegs auf diesem Boot, Schiff, bevor hier wieder irgendwelche Menschen von der Marine mich kritisieren, dass ich Boote und Schiffe verwechsle. Ihr fahrt da also so entspannt auf dem Ozean dahin. Es gibt kaum Seegang. Die See ist flach und eben. Und es wird langsam dunkel. Die Willemstad werdet ihr erst am nächsten Tag erreichen. Der Wind weht nicht sehr stark, aber gemächlich. Und gerade versinkt die Sonne hinter dem Horizont und es wird langsam dunkel. Und die Schiffsleute auf dem Boot fangen an, Lampen anzuzünden, die ein schummriges, aber doch irgendwie beruhigendes und angenehmes Licht erzeugen, auch wenn das Flackern der Schatten manchmal ein wenig gespenstisch wirken mag. Und plötzlich ertönt in diesem geschäftigen, aber doch ruhigen Treiben eine Bootspfeife. Irgendjemand, der auf Wachgang ist, bläst in seine Bootspfeife. Und daraufhin werden alle ganz hektisch und fangen an, herumzuschauen, zu reden, zu laufen und hinunter zu blicken, ob sie irgendwo etwas sehen. Was ist hier los? Rufe ich in die Gegend in der Annahme, dass irgendjemand mir antworten wird. Kurze Zwischenfrage: Bootspfeife, sagt mir das irgendwas? Es ist einfach nur eine laute Pfeife. Also Also im Sinne von, Trillerpfeife. ist das jetzt ein Zeichen Mann über Bord oder? Das kann alles sein, das ist mehr so ein Aufmerksamkeitsheischendes. Irgendwas ist und das ist wichtig. Okay, dann stelle ich mich auch mit an die Reling und gucke mit runter. Keine Ahnung, wonach ich Ausschau halte. Ich gehe davon aus, dass Gefahr droht. Hole einen kleinen Tiegel raus mit weißer Farbe, fahre meine Zeichen auf der Haut nach, pack den Tiegel wieder ein und ziehe meinen Säbel. Und guck mich um. Greifen wir den nächstbesten Seemann. Was ist hier los, Mann? Oder Frau, je nachdem. Der ist ein bisschen so, weil du ihn so packst von der Seite, schaut er dich erst so irritiert an. Nicht, weil er jetzt nicht wüsste, wer du bist. Du hast auf der Reise mehr als einmal deutlich gemacht, wer du bist und welchen Rang du hast und dass du jetzt bald über zwei Inseln herrschen wirst und nicht mehr über eine. Der sieht ja. Seht ins Wasser und deutet über die Reling hinunter, wo das Wasser ein wenig wirkt, als hätte da unten jemand den Kehrt angeworfen. Das Wasser rund um die Eolus beginnt regelrecht zu kochen. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, das ist nicht normal. Aber was hat es damit auf sich? Wo ist denn der Captain? Der Captain steht nach wie vor auf dem Oberdeck beim Steuermann und versucht ein bisschen Ordnung in die zur Reling laufenden Seemänner zu bringen. Okay. Ich würde gerne den Seemann neben mir anstoßen und fragen, ob er eine Ahnung hat, was das ist. Der schaut dich also. Nein, das hab ich noch nie gesehen. Das ist noch nie passiert. Noch nie gesehen. Das ist nicht gut. Boah, könnte man so sagen. Ich schaue mal mit meinen Wissensgebieten, ob ich das irgendwie einordnen kann, was da passiert. Ja, dann würfel mal. Das sind zwei Erfolge. Also du bist dir sehr sicher auf
natürlichem Wege fängt Wasser mitten im Ozean nicht einfach so zu kochen an. Davon wäre ich auch vor meinem Wurf bereits ausgegangen. Die Frage ist, kenne ich ein solches Phänomen aus der Seefahrt? Da gibt es ja nun allerlei Sagen und Legenden. Und ich bin ja schon ein paar Jährchen hier in der Gegend unterwegs. Wurde das schon mal gesichtet? Ist das etwas, wo schon Schiffe zum Opfer gefallen sind? Oder gibt es etwas in dieser Art schon mal? Also ich nehme dir die Beantwortung dieser Frage, die du in deinem Kopf suchst und fieberhaft nachdenkst, an was du dich erinnern kannst, einfach ab. Denn aus dieser sprudelnden, kochenden Gischt treten Dinge hervor, nämlich verwesende, mit Muscheln und Korallen bewachsene Leichen, die in so satten, klatschenden, nassen Geräuschen anfangen, den Rumpf der Aeolus nach oben zu klettern. Und abgesehen von ihrem Anblick ist vermutlich das Gespenstischste an ihnen, dass sie absolut kein Geräusch selbst machen, abgesehen von diesem nassen Klatschen ihrer Gliedmaßen am Außenrumpf des Schiffes, bis sie die Reling erreichen, dann mehr oder weniger grazil sie über die Reling purzeln. Zu den Und Waffen, rufe ich. Sieht mir nach was aus, was man kämpfen muss. ja, das sieht nach was aus, was man bekämpfen muss. Das werden wir jetzt nämlich auch tun, weil die sind nicht gekommen, um die Friedenspfeife zu rauchen. Die ziehen nämlich ihre verrosteten, ebenfalls mit Muscheln besetzten und schon leicht ramponierten Säbel und gehen nach wie vor in absoluter Stille, ohne einen Laut von sich zu geben, auf die Seemänner um euch herum und euch und auch auf euch los. Das ist ja gespenstisch. Damit sind wir auch schon im Kampf. Da ihr die ja natürlich über die Reling habt kommen seht, seid ihr selbstverständlich nicht von irgendetwas überrascht. Und geboren aus der Natur dieser sich nicht sehr schnell bewegenden Leichen, seid ihr alle auch schneller als sie. Und Hurricania ist die schnellste von allen und darf daher gleich beginnen, wenn sie denn möchte. Ja, sehr gerne. Kampf ist mein Ding. Ich knöpfe mir direkt das erste Wesen vor und möchte es angreifen. Ja, Du dann kannst würfel das doch bestimmt mal. gut, oder? Mit dem Angreifen. Ja, das ist mein Ding. Okay, Das dann kriege lass ich ich dich sehr das mal gut. machen. Mal gucken, wie gut du kämpfst. Okay. Dann Würfel mal mit deinem Säbel. Ja, ein Erfolg immerhin. ein Erfolg und der Säbel macht. Nach mehreren Jahren Hexen sollte man meinen, man hat sich endlich gemerkt, wie viel Schaden diese Dinger natürlicherweise machen. Ne? Vier, ich glaube Vier. vier. Ja, gut. Also mit einem Erfolg. Das sind 5 Schaden. Ja, also du stürmst da als erstes direkt auf diese Meeresleiche zu und versetzt dir einen Hieb mit deinem Säbel. Und dein Säbel hackt von oben in die Schulter und bleibt da kurz stecken. Und die Meeresleiche schaut so, schaut dich an und macht noch einen Schritt auf dich zu. Und ist noch nicht tot. Oh. Momentan sieht man die Würfel nicht, weil die liebe Inge einen Overlay hat. Wenn wir den Spielleiterschirm zeigen, könnte man gucken, dass Foundry einem das alles sagt, was wir hier tun. Man will Würfel sehen und man würde auch gleich sehen, wie viel Schaden es macht, weil da der Schadenbonus auch gleich mit angezählt wird, wenn man den Säbel benutzt. Also als Anregung an die Inge, wenn du das irgendwie technisch hinkriegen könntest, dann wäre das eine schöne Gelegenheit, jetzt mal zu zeigen, wie denn so Foundry funktioniert. Nicht, dass ich da besonders scharf drauf wäre jetzt, aber das ist ganz toll. Vielen Dank, liebe Inge. Genau, wir machen weiter. Sorry, ich wollte niemanden unterbrechen, aber ich dachte, das ist eine schöne Sache. Dann muss der Chat nämlich nicht immer sagen, oh, Säbel 4, weil dann könnte man sehen, dass wir das in Wahrheit schon wissen. Also Foundry Weil zumindest. wir das im Charakterbogen in Foundry direkt nämlich nachschauen können, wenn wir es Ja, ne, wir mal haben wieder Foundry in der vergessen haben. Anzeige im Chat sogar. Der Chat sagt ja immer, dass die Würfelausgabe und da Stimmt. steht direkt Säbel, Klammer auf. SCH plus 4, was Wow. Schaden plus 4 heißt. Ich bin Das ist begeistert. nämlich total geil. Ja, jetzt Ja, das sieht toll aus. sieht man da die gute Hurricanja, wie sie der
Meeresleiche gegenübersteht und zuschlägt, aber ihr nicht genug Schaden zufügt, als dass dieser sterben würde. Ich glaube, du hast mich zweimal im Combat-Tracker drin, kann das sein? Bist du eine Meeresleiche? Nee. Achso, nee, du bist hier noch einmal. Okay, bei mir ist das okay, spannend. Warum auch immer. Na gut. Jetzt. Ja, Dinge passieren manchmal bei Technik. Aber noch immer ist Hurricane dran, könnte noch mal zuschlagen, wenn sie möchte. Ja, sehr gerne. Wenn ich noch mal darf, dann mache ich das doch direkt. Also du So, ziehst deinen dann Säbel aus der Schulter der Meeresleiche und gleich noch schwinge mal. über den Kopf und komme von der anderen Seite. Das sind zwei Aha. Erfolge, das sind sechs Schaden. Ja. Diesmal schwingst du deinen Säbel und mit einem glatten Hieb ist die Leiche einen Kopf kürzer. Und weil du die Fähigkeit schneller tot, glaube ich, hast, ist es, Ja. darfst du jetzt direkt sofort einen Blutwürfel würfeln. Kommt. Na? Du darfst jetzt direkt und sofort zwei weitere Bandengegner der Stufe 1 und ja, die sind alle Stufe 1 besiegen. Du Sehr schön. darfst dir ja aussuchen, welche das sind, die du besiegen möchtest. Ich würde mal die zwei unterhalb nehmen von dem, den ich jetzt gerade getötet habe. Ah, sehr gut. Dann werde ich die gleich auch als tot markieren, damit ich auch weiß, wer tot ist. Also Hurrikania stürmt einfach direkt weiter, Säbel schwingend und nimmt eine Meeresleiche nach der anderen und schickt sie zurück, wo sie herkamen. Ich nicke Ja. fachmännisch und anerkennend. Ich mache eine, ist doch klar, Kopfbewegung. Gut. Ja, damit hast du nur noch einen Aktionspunkt, wenn du jetzt nicht unbedingt jemanden noch deine Faust ins Gesicht schlagen möchtest. Dann ist üblicherweise Überlasse den nächsten. die Empfehlung, sich diesen einen Aktionspunkt aufzuheben, für den Fall, dass man doch noch ausweichen oder parieren muss. Ich hebe ihn mir definitiv auf. Gut, dann ist der gute Rodrigo an der Reihe. Jawohl, ich würde gerne vorher einmal kurz fragen, da das ja jetzt so spät abends war, habe ich überhaupt dann meine Rüstung an oder nicht? Ja, doch schon. Also du trägst deine Rüstung quasi immer. Das ist in Hexen so. Hexen ist ein sehr palpiges Setting. Okay, Da cool. kann man auch in Rüstungen schlafen, ohne Mali davon zu tragen. Ja. Extra bequeme Schlafrüstung. Genau. Ja, also ich sehe, wie diese Kreaturen an der Wand da hochgekrochen kommen, ziehe ich natürlich als erstes meine Pistole und schieße auf die erste. Ich würde das einfach mal direkt hier machen und ich würde dafür auch gerne eine Idee einsetzen. So, das heißt, ich kriege drei Bonuswürfel. Jawohl. Und die zwei Esprit-Sterne würde ich gerne dafür nutzen, um mir zwei Segnungen zu holen. Und dann hätte ich einen Schaden von 6. Bitte unterbrech mich, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Dann müsste stimmen. Ja, Ja, deine Pistole knallt und der Pulverrauch erfüllt das Deck, während du die Kugel in die Leiche, in die wandelnde Leiche einschlägt, die durch den puren Einschlag davon ein bisschen zurücktaumelt, ein bisschen wackelt, sich in deine Richtung dreht, der Meinung ist, ah, du jetzt, und langsam auf dich zugeschlurft kommt. ich rufe hilfreich zu. Das hat nicht gewirkt. Ich rufe der Leiche entgegen. Komm doch her, komm doch her! Und halte mein Schwert da so vor und denke mir, nee, geh lieber weg, weil ich habe nicht mehr genug AP, um noch eine Aktion zu machen. An der Stelle müsstest du jetzt sagen, wie dein Vater hieß und so, aber gut, nein, gut, dann warten wir noch. Sehr Jago gut. Montoya. Dann ist der gute
Ja, Van de Sand an der Reihe. Dann, wenn ich schon sehe, dass die Leiche auf ihn zustürmt, würde ich Richtung der Leiche rennen, meinen Säbel schwingend und einmal kräftig drauf langen, nachdem das mit der Pistole nicht so gut funktioniert hat. Und das sind 3 Erfolge, 7 Schaden. Ja, ich könnte sogar noch einen Würfel mehr würfeln, sehe ich gerade. Ich kann noch einen Bonuswürfel würfeln, aber ich glaube, mit 7 Schaden kommen wir wahrscheinlich auch so hin. Also man möchte sagen, du teilst die Leiche in mehrere Haha! Teile, Nimm dies, Kreatur! sodass sie zu Boden sinkt und vor dir niederbricht. Ja, jetzt habe ich auch nur noch einen AP, den hebe ich mir auch schön auf. Gut, dann sind jetzt die verbliebenen Meeresleichen dran, die nicht unbedingt so aussehen, als wären sie die intelligentesten Wesen auf diesem Planeten und mehr hirnlos auf die nächstgelegene Person zu wanken, torkeln, auch die Kampfbewegungen, wenn ihr um euch herum schaut, die sie ausführen gegen andere Mitglieder der Crew, wirken mehr so halt ohne das Keuchen, weil sie geben immer noch kein einziges Geräusch von sich, außer das Klatschen, wenn irgendwo eine Waffe auf sie trifft. Aber die erste Meeresleiche, da der gute Herr Van de Sand sehr nahe schon steht und nach vorne gestürmt ist, beschließt die direkt: Du bist mein auserwähltes Opfer Komm nur, du Gezücht. und würde in diesem Fall, sie braucht einen Erfolg, also sie hat nur einen Erfolg, diese Leiche. Und würde, wenn der ganze Schaden durchkommt, 4 Schaden verursachen. Außer du möchtest jetzt ausweichen oder parieren. Ich würde dann doch noch mal versuchen auszuweichen, denn das ist ja noch besser als getroffen. Obwohl, nö, ich pariere, das macht viel mehr Sinn. Dann, ich kriege eine Parade minus 1 mit dem Säbel, aber. Ach nee, ich kann mit dem Säbel gar nicht. Doch, doch, du Doch, kannst doch, mit Parade mit 1 zwei kann ich machen, AP. genau. Ich kriege minus 1, aber ich kriege plus 1, weil das eine Seemannswaffe ist. Insofern würfel ich mit einem gleichen Ergebnis. Und habe auch einen Erfolg. Immerhin. Ja, sehr Parade. herausfordernd. Ah, Parade, ja, nur zum Verständnis. Jetzt, wenn ich pariere, kostet das genauso viel AP wie ein Angriff mit der Waffe oder nein. ist Kostet es ein. immer ein Punkt? Ist immer einer. Parieren, ausweichen und blocken, für den Fall, dass man einen Schild hat, ist immer ein Aktionspunkt. Gut. Gut, und die zweite Leiche, die da noch unterwegs ist, macht sich auf den Weg zur guten Hurricania und möchte, weil die hat einfach vorher 3 andere Leichen quasi im Alleingang weggeschnetzelt. Das Darf ich zeigt. da zwischengehen mit Leibgarde? Ich würde die Meeresleiche gern an mich binden. Ja, du Ja. darfst sagen, hier, nein. Das, technisch gesehen wirfst du dich einfach dazwischen, sagst halt, stopp. Halt, stopp, jetzt pariere ich. Genau. Und stattdessen Lass ihn greift doch, sie kann das besser als an. du. Wird diese Meeresleiche dich angreifen und du müsstest jetzt parieren. Oder ausweichen. Es war ein guter Plan, nur nicht ganz zu Ende gedacht. Ja, ich würde gerne parieren. Eifer des Gefechts. Oh ja. Das ist. Genau, die Nein, Leiche hat noch gar nicht gewürfelt. stimmt. Ja, die Leiche muss auch nicht würfeln, weil bei Hexen ist es ja so, Ja, Bandgegner stimmt. würfeln Genau. gar nicht, die haben einfach eine Genau, wir festgelegte haben einen. Anzahl an Erfolgen. Da muss man einfach nur besser sein als die. Und das ist in dem Fall auch der Fall. Ja, die Leiche hätte auch einen Erfolg im Angriff und du hast einen Erfolg in der Parade. Also klönkt der Säbel der Meeresleiche einfach gegen dich, gegen dein Schwert, das auch keinen Malus hat, im Parieren. Gut, damit ist die erste Kampfrunde vorbei und wir landen in der sogenannten Ini-Null. Da passieren normalerweise manchmal Dinge. Hier jetzt nicht. Außer jemand, der noch einen Aktionspunkt über hat, möchte seine Initiative erhöhen, aber da Hurikan ja ohnehin als Erster dran ist,
Es ist dann auch wieder egal. Ja. Aber es passiert etwas jetzt in der nächsten Kampfrunde. Und der Zufallsgenerator, den ich hier gebaut habe, Rolltable, in Foundry, wird uns jetzt sagen, was, nämlich das Ereignis, Exklusive Situation. exklusive Situation. Ja. Also bisher haben die Meeresleichen ja durchaus eher so ausgesehen, als wären sie nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte. Offenbar aber ein paar, zumindest doch, weil die machen sich daran, ein paar Schwarzpulverfässer zusammenzutragen und die Lampen vom Schiff abzumontieren und sind jetzt sehr auffällig auf dem Weg zu diesen Schwarzpulverfässern. Und man muss kein Seemann sein, um herauszufinden, dass wenn Schwarzpulverfässer auf einem Schiff explodieren, dann ist das für das Schiff und alle Leute, die sich darauf befinden, nicht sehr vorteilhaft. Haltet sie auf, rufe ich sehr hilfreich. Parley, Das ist von wegen, nicht Christian, logisch. wir parleyen nicht. Nur über meine Seeleiche, Meerleiche, Dings. Ja, haltet sie auf. Und als ob das nicht schon genug wäre, klettern immer noch mehr und mehr Meeresleichen aus über die Reling und möchten gerne sich an dem Gefecht beteiligen. Es ist jetzt in diesem Kampf so, dass diese Nebenaufgaben nur von jemandem gelöst werden kann, der nicht gerade an einen Gegner gebunden ist. Das ist in diesem Fall nur die gute Furikania, die jetzt die Möglichkeit hat, auf diese Pulverfässer zuzulaufen und versuchen, sie zu löschen. Ich möchte auf die Seeleichen zurennen, die da versuchen, das anzuzünden. Aber auf dem Weg möchte ich mir ein oder reiße ich einen Schrumpfkopf an meinem Gürtel und opfere ihn für Schrumpfkopf der Wunder. Schrumpfkopf der Wunder ist ja ein geiler Skill. Ja, Oder? der Schrumpfkopf der Wunder hat zufolge außerhalb des Kampfes, dass irgendetwas passiert. Eine Tür öffnet sich, ein Licht geht an und weist dir den Weg. Und im Kampf kann er andere Effekte haben. In diesem Fall würdest du jetzt an der nächsten Kampfrunde nicht aktiv teilnehmen. Die Rodrigo und der Herr van de Sand hier ausfechten müssen mit den Meeresleichen, da du ja damit beschäftigt bist, die anderen Meeresleichen davon abzuhalten, die Pulverfässer anzuzünden. Und wie durch ein Wunder, während du deinen Schrumpfkopf zückst und Dinge rufst, murmelst, Ja, ich murmle Dinge und dann zerdrücke ich den ganz langsam in meiner Hand. das führt erstaunlicherweise, wie durch ein Wunder quasi dazu, dass die Lampen, die diese Meeresleichen in der Hand hatten, auf einmal ausgehen und die jetzt sehr verwirrt auf die ausgegangenen Lampen starren, die sich jetzt natürlich nicht mehr dazu eignen, hier Pulverfässer anzuzünden. Steife Brise, ne? Ja. Gut, dann sind wir aber auch schon in der ganz normalen Kampfrunde. Mit den neuen Meeresleichen, die ich jetzt hier direkt zum Kampf hinzufügen werde. Aber ja, Rodrigo ist als erstes dran. Gib dir etwas mehr Mühe, Mann, sage ich, und unterstütze dich, indem ich eine Idee opfere. Und damit hast du plus 3 Bonus auf deinen nächsten Wurf. Und dann gebe ich dir eine sehr exakte Anleitung, wie du die Leichen zu zerschnetzeln hast, mit deinem Säbel über den Kopf, so wie sie es gemacht hat, so wie ich es gemacht habe. Ein Schlag, weg, nächste Leiche. Ja, das versuche ich doch mal höchst motiviert direkt umzusetzen. Nehme mein Schwert und brezel es der nächsten Meeresleiche über den Schädel. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen. Den 3 Sorry. Bonus kriegst du noch dazu. Ja, Ja, genau. dann für die Bonuswürfel noch schnell hinterher. Zum Glück haben wir da dieses Boah, praktische kleine jetzt aber. Mikro. Jawohl. Ja, Ja. gut.
Die einen Esprit-Stern würde ich gerne wieder in der Segnung wandeln, weil sonst verschwindet er einfach. Genau. Und die restlichen 5 plus Säbel 3 sind 8. Also offenbar war das, was der Herr van de Sand da vorher erfolgreich herausgefunden hat, wie man diese Meeresleichen zu bekämpfen hat, sehr gut, und auch seine Anleitung, wo du hinschlagen musst, um möglichst effektiv zu sein, war sehr gut, sodass unter deinem ersten Hieb diese Meeresleiche direkt fällt. Ja, finde ich jetzt Also, im geht ersten doch. Moment ein bisschen seltsam, als Veteran vom Zivilisten erklärt zu kriegen, wie man kämpft. Aber Ich bin Zivilist. okay, hat funktioniert. Jungspund. Es ist nicht Grünknabe. dumm, wenn es funktioniert. Ja, Zivilist. würde mich dann auch in Richtung der Leichen aufmachen, die versucht haben, das Schiff anzuzünden, beziehungsweise die Fässer anzuzünden, sparen wir aber jetzt noch den einen verbliebenen AP erstmal auf und gebe ab. Ja, bitte. Nachdem ich so gut erklärt habe, wie das geht, mache ich jetzt auch gleich nochmal das Anschauliche in der Praxis und würfle mit dem Bonus von 1 meinen Säbel und habe damit 3 Erfolge, das heißt 7 Schaden. Es ist natürlich. Ah, so ganz. Bist du dir noch Ja. nicht ganz sicher, wo du genau Ja. hinschlagen musst, aber also du schlägst der Leiche vor dir den Arm ab. Aber das scheint sie zwar schon zu beeindrucken ein bisschen, aber nicht komplett kampfunfähig zu machen. Sie hat ja noch einen zweiten. Stirb endlich! Kroppzeug! Gestrüpp! Ja, und diesen zweiten Arm wird sie auch gleich direkt einsetzen, Ah, indem ja. sie dir direkt eine paddelt. Das soll sie nur versuchen. Ich werde natürlich sofort parieren und das geht wieder mit dem Säbel, wie gesagt, mit neutral, weil Bonus und Malus sich aufheben und das sollte gelingen. So nicht! Hundsfott! Es klönt, als dieser mit Muscheln bewachsene Arm gegen deinen Säbel schlägt, den du entgegenhältst. Splittern die Muschelbruchstücke ab. Ist ein bisschen unangenehm, aber verursacht keinen Schaden bei dir. Und Kurzer Einwurf, mir fällt gerade auf, sind das wieder natürliche Wesen, die eindeutig als solche zu erkennen sind? ich weiß nicht, aber ich glaube schon, ja, ich würde schon annehmen, dass wandelnde Leichen, die aus dem Meer gekrochen kommen, wieder natürlich sind. Ja, es gibt ja noch mal so eine Abstufung Ich weiß ja zwischen nicht. irgendwie Dämon, Hexe, wieder natürlich, bla, Sie sonst sind was. wieder Ich natürlich. frage wegen meiner Jägerkraft Gewandung des Eiferers, weil dann würde ich eigentlich zu Kampfbeginn 3 Puffer-LP kriegen. Darf ich mir die noch nachtragen oder ist es zu spät? Nein, nein, ist nicht zu spät. Ja, du darfst sie dir noch nachtragen. I am a generous God. Thank you. Gut, die wirst du vermutlich auch brauchen, weil die verbliebenen Meeresleichen der Meinung sind, du und nur du bist ihrer Aufmerksamkeit würdig. Nicht so lecker. Und sie möchten sich mit dir auseinandersetzen und gerne auf dich einschlagen, reihum. Ja, also einen kriege ich pariert. Hoffentlich. Ja. Für den zweiten fehlen mir jetzt die AP. Ja, für den zweiten und den dritten, die verursachen jeweils dann 4 Punkte Schaden. Wenn man dann deine Rüstung davon abzieht mit den 3 Punkten, dann bleibt nach Adam Riese jeweils ein Schadenspunkt über. Das heißt, du erleidest insgesamt 2 Schadenspunkte. Haben sich die Puffer-Lebenspunkte doch glatt ausgezahlt. Glück gehabt. Ja, kommt nur her. Werdet sehen, was ihr davon habt. Also die schlagen da auf dich ein mit ihren Säbeln und Armen. Und das ist ein Dämon, der von Menschen mit
Sturmgewehr beschossen wird. Das ist die Das falsche ist das Welt. Windows, dass der Windows-Screen hier immer angeht, wenn jemand so lange den Laptop nicht benutzt. Ah, gut zu wissen. Ja, die stehen da Reihe um dich und schlagen auf dich ein. Den ersten parierst du und die anderen schlagen zwar auf dich, aber die schlagen nur gegen deine Rüstung und gegen deine Kleidung, sodass du, dass es zwar weh tut, aber wirklich verletzt wirst du dadurch nicht. Gut. Ich Dann, würde ja. gerne noch das Vertrauen in den Herrn einsetzen, eine Segnung opfern, um nochmal zwei Puffer-LP zu generieren. Lass mich kurz da hinein. Kannst einmal Krone. Okay, da steht nicht dabei, wann das sein muss. Ja, bitte, mach das. Ein Stoßgebet in den Himmel schickend. Genau. Vertrauen in den Herrn. Ja, der Herr ist mein Hirte und mein Stock und mein Stab und mein Schild und überhaupt und außerdem sind wir jetzt wieder in der Initiative 0. Ob da wohl wieder was passiert. Ja, der Kapitän gerät ein wenig In in Bedrängnis. Bedrängnis. Der steht da nach wie vor auf dem Oberdeck und versucht sich und den Steuermann davor zu bewahren, hier sich weiter mit Meeresleichen auseinandersetzen zu müssen. Und die sind schon durchaus nahe dran an ihm und möchten gerne, dass der Kapitän aufhört, Kapitän zu sein. Weil der macht ähnliche Dinge wie unser Gouverneur, der versucht, seinen Mannen Anweisungen zu geben und sie zu unterstützen, indem er ihnen hilfreiche Dinge zuruft. Und auch hier fällt den Meeresleichen auf. Ah, vielleicht sollte man den umhauen, weil der sieht wichtig aus. Wir schaffen das hier. Hurrikania, kümmere dich um den Kapitän. Ja, aber Hurrikania muss Mach quer über ich. das ganze Schiff laufen. Ja. Und zuerst hier oh, wobei, du musstest gar nicht so weit laufen, weil du hast ja mit deinem Schrumpfkopf der Wunder, musstest du ja nicht so weit dich bewegen. Dann darf Hurrikania jetzt einmal einen. Hast du eine Fernkampfwaffe? Dann müsstest du überhaupt nicht weit laufen. Ich habe eine Pistole. Ja, wenn du mit deiner Dann mit bräuchte ich deinem nur schnell deine Hilfe. Dann musst du aber eigentlich auch nur mit deiner Pistole würfeln. Denn vielleicht kannst du ja schon aus der Distanz die Bedrängnis etwas lösen. Ja, kann ich darauf einen Coup verwenden, dass Eine ich da drei Idee müsste das Januswürfe sein. bekomme? Das Eine Idee müsste müsste das eine Idee, sein. ja. Kannst du natürlich machen. Ich verwende eine Idee und Okay. gibt dir eine sehr exakte Anweisung. Wenn du schießt, schieß auf den Kopf. Das ist der verwundbare Teil. Und außerdem können sie da nichts mehr sehen, wenn sie keinen Kopf haben. Ich Und dann rufe kriegst du hinterher, drei der Bonus. Kopf ist das, was oben auf den Schultern sitzt. Dein Spanier ist Kölner geworden, ne? Ja, dann kriegst du drei. Ja. Bist du ein rheinländischer Einschlag? Ich darf mir da jetzt drei Genau, Bonuswürfe dazu tun, ne? du kannst mit Steuerung, genau, drei Bonuswürfel dazugeben, dann kannst du Steuerung auf den Skill klicken und dann kannst du die Bonuswürfel eingeben. Shift, oder? Ja, gut, Shift. dann Shift oder Steuerung mit geht Shift, beides. ja. Edge a Badge. Oh. Wieder was Dann. gelernt. Eins, zwei, drei, Da. ja. Ja, Zu Recht. das Sieben ist Erfolg. tatsächlich Sieben Schaden. erfolgreich genug. Ja, du triffst einen dieser Meeresleichen, die gerade im Begriff sind, auf den Kapitän loszugehen. Dadurch gewinnt der wieder ein bisschen an Luft und an Freiraum. So, dass er euch oder in dem Fall sogar nur Hurrikania Danke zunicken kann und sich sofort auf eine der Meeresleichen stürzt, die gerade mit Rodrigo beschäftigt sind und der einfach von hinten in den Rücken fällt und sie einfach direkt umhackt. Ja. Inge, ich habe mein Screen geshared. Wenn du möchtest, kannst du dann mal zeigen, wie das aussieht, wenn man einen Charakter hat. Also ich bin natürlich völlig charakterfrei, aber ich habe zufällig ein Spieldings hier. Charakterlos Ich quasi. bin völlig charakterlos, aber habe zumindest diesen Archetypen bei mir und ich traue Ja. mich auch, ihn zu benutzen.
Das wäre schön, dann könnte man das nochmal, können wir das nochmal machen. Dann sehen die Leute das auch nochmal. Wie gesagt, wenn geht. Gut. Aber der Strom an Untoten, die über die Reling klettern, reißt und reißt nicht ab, während hier Ist doch mal sich gut. die nächsten drei in eure Richtung bewegen. Und damit Hurrikan ja nicht immer nur gelangweilt von einem Ende des Bootes zum anderen läuft, darf sie jetzt hier auch wieder mitmachen. Juhu! Könntest Darf ich übrigens, direkt? so als Tipp oder für die Leute, die zuschauen und Hexen nicht so bewandert sind, hätte Hurrikan ja jetzt die ideale Möglichkeit, eine heimtückische Attacke durchzuführen. Du hast meine Gedanken gelesen. Das würde ich auch gerne machen. Ja, dann such dir aus, welcher von den Meeresleichen, die gerade mit anderen Leuten im Gefecht sind, also an sie gebunden sind, es Der junge sein soll. Spanier braucht Hilfe. Ja, dann kümmere ich mich mal um den Spanier, der sich vorhin so heldenhaft zwischen mich und mein Opfer geworfen hat. Und Hat dir den Schrumpfkopf weggenommen. möchte, ja, macht die heimtückische Attacke und würde dafür dann aber auch übergehen in Meuchelmord. Das sollte ja gehen, ne? Ja, das ist quasi automatisch. Ja, Quasi okay, gut. automatisch. Dann habe ich zwei. Dann würfel ich mal. Nee, Aber warte du nur. kriegst für die heimtückische Attacke. Ha. Jetzt sieht man es natürlich nicht, weil ich das jetzt mache auf meinem Screen und in dem Ding direkt nachschaue. Sind, glaube ich, zwei Bonuswürfel, oder? Genau, es sind zwei Bonuswürfe. Genau. Kommst zwei Bonuswürfel auf deinen Dann würfe Angriff, ich dadurch, mal, dass ne? du heimtückisch angreifst. Bitteschön. Ja, was haben wir Eins, zwei, da? drei. Oh. Es hätte besser sein können. Ja. Kann ich Segnungen eigentlich nur für Na gut. eigene Würfe zum Verbessern einsetzen oder kann ich die auch für andere Leute nachwürfen sozusagen? Wenn du keine Fähigkeit hast, die sagt, dass du sie für andere einsetzen kannst, dann sind sie nur für dich. Schade. Ja, also du stürzt dich von hinten auf diese Meeresleiche, aber so ganz gut hast du sie nicht erwischt, hat wohl das Boot ein wenig geschwankt in dem Moment und du bist gleich verrutscht mit deinem Säbel. Fester zuschlagen, junge Frau. Muss ja immer sagen, wie es funktioniert, damit alle das richtig machen, sonst gibt es eben solche Fehler da. Ja, wir reden später darüber. Gut, dann der Spanier. Oh, eigentlich kann Hurrikan ja nochmal angreifen. Die hat Ach so, gesagt, stimmt, ja. du hast ja noch. Ja, dann. Ja, komm, ich hau direkt nochmal zu. Ohne Bonus, ich würfe einfach nochmal. Gucken, was Bonus würdest passiert. du so oder so kriegen, aber das Ach, echt? reicht in diesem Fall auch. Ja, durch die heimtückische Attacke den Bonus kriegst du einfach. Da musst du Soll ich ja dann gar noch nichts. mal zwei extra würfeln? Danke, Eb. Genau, du kannst noch mal einen Blutwürfel würfeln. Mir. Vielleicht nimmst du ja tatsächlich noch wen mit. Ja, dann würfel ich jetzt einen Blutwürfel. Ja, du darfst dir wieder zwei aussuchen von dem ganzen Haufen, der hier steht. Dann befreie ich mal meine zwei Mitkämpfer von ihren Opfern. Den einmal und den da oben. Genau. Jetzt hätte ich fast den guten Herr von Sand als tot Befreie ich mal markiert. einen von meinen Mitkämpfern von deinem Das Leben. ist voll ähnlich. Ja, Echt inzwischen mal, habe ich gutes nämlich Nummer. fast auf dich geklickt, um dich als tot zu markieren. Das wollte ich natürlich nicht. Aber es stehen da noch drei von diesen Leichen herum. Und die taumeln auch auf euch zu. Sapperlot. Ja, Jeder dann würde eine. ich mir direkt mal den nächstbesten schnappen und schön den Rat des Herrn Abraham befolgen und setze einen Coup ein, um ganz genau gezielt auf den Kopf zu hauen. Würfeln. Ja,
6, das reicht, glaube ich, nicht ganz aus, ne? Also so weit haben wir mittlerweile schon durchschaut, dass manche Schadenswürfe nicht ausreichen, um sie zu töten. Dann würde ich gerne einen Segnungswürfel nachwürfeln. Ah, jetzt. Ja, wunderbar. Danke, immer noch nicht. Nee, leider. Du fühlst dich zwar sehr gesegnet, aber irgendwas sagt dir, der hat noch ein bisschen Treibstoff im Tank. Eifer allein nützt nichts, junger Mann. Ihr müsst auch schlagen können. Herr Wandesand, wollen Sie es versuchen? Ist er Schweizer geworden? Verwirrend. Wenn der schon mit ihm im Clinch ist und ich von hinten komme, kriege ich auch einen Bonus, oder? Genau, dann ist das Ich auch alter eine Stratege, ich. heimtückische, dann ist das auch ein heimtückischer Angriff. Genau. Dann mache ich das doch mal. Und da ich auch noch Seemann bin, mit meinen Seemannswaffen angreife, gibt es 3 Bonus insgesamt. Die kann ich auch gut gebrauchen. Das sind 3 Erfolge, macht dann insgesamt 7 Schaden auf den Verwundeten. Ja, der hat es hinter sich. Endgültig jetzt, diesmal. So geht das. Während Rodrigo da im Nahkampf mit dem ist, tritt der Abraham von hinten an ihm heran und mit einem eleganten Schlag mit einem Säbel schlägt er den Kopf ab. Ihr müsst mir nicht danken. Dann danke ich euch nicht. Oh, sehr gut. Dann ein bisschen die Leichen auf die Seite schieben. So viele Leichen. Ja. Und da passiert aber plötzlich etwas ganz Seltsames, weil wie durch ein unsichtbares, unhörbares Kommando erstarren diese Leichen gerade in der Bewegung. Also so Zittern geht durch sie, ein leichter Schritt. Schauen sich um, als wären sie gerade aufgewacht aus irgendeiner Trance, drehen sich auf dem Absatz um. Und schlurfen zurück zur Reling und lassen sich im großen Fall einfach direkt über die Reling wieder hinunter in den Ozean fallen. Ich schätze, Sind das weg. nennt man Mann über Bord. Nicht über Bord. Und sind einfach weg. Und senkt sich eine andere Art von Stille über die Aeolus, wo gerade noch die Luft erfüllt war von dem Klirren von Waffen und dem Rumsen und Zischen und Knallen von Schusswaffen, kehrt jetzt Ruhe ein und die ersten Seemänner machen sich daran, die Wunden ihrer Kameraden zu versorgen. Also, ich gehe davon aus, Sie hatten Angst vor uns. Ich schätze, sie wurden von irgendwas Fremdem gelenkt. Ah, das ist die andere Möglichkeit. Trotzdem sollten wir sie über Bord schaffen. Die riechen nicht gut. Nein, sie sehen auch nicht besonders dekorativ aus. Gut, Und ich ich fange weise an, einen die der Seemänner Leichen an, die über Leichen die über Bord Reling zu zu werfen. werfen. Ich wollte gerade sagen, sonst müsstest du jetzt mir nämlich eine Probe auf Muskelkraft Nein, um Gottes Willen. würfeln, Ich damit du lasse hier Arbeit. die erfolgreich Muskelspiel heißt, Verzeihung, Ja, Muskelspiel. jetzt hätte ich Naja. fast einen anderen Fertigkeitsnamen aus einem anderen Spielsystem Um gesagt. Gottes Willen. Würde ich aber durchaus auch machen, also mit anpacken oder halt auch selber eine Leiche über Bord werfen, je nachdem. Ja, dann würfel du doch einfach mal auf Muskelspiel und sehen, ob dir das. Oh, das fällt dir doch sehr leicht. Oh. Kräftiger junger Mann. Also du Ich packst damit an hätte und auch gerne mit angepackt. ja, dann bitteschön. Ja, auch Das waren drei. du Sollte unterstützt. klappen. Gut, wenn die Kurze Frage. Leichen über Bord hebeln, gehe ich mal an den Rand und gucke, ob das Wasser noch brodelt und ob man irgendwas erkennen kann, weil von alleine kommen Leichen, normalerweise schwimmen die ja nicht oben, sondern unten. Von alleine kommen die ja nicht so ohne weiteres hin.
wie war das nochmal? Coups und Ideen, Segnung und Puffer-LP resetten sich alle nach dem Kampf wieder, ne? Genau, also in den Abenteuern ist es grundsätzlich so, Coups und Ideen füllen sich nach einer wichtigen Begegnung und das war durchaus eine wieder auf. Das heißt, eure Coups und Ideen füllen sich natürlich wieder auf ihr Maximum auf. Das heißt, ist jemand von euch verletzt, außer an dem Puffer-LEP? Nein, dann hättet ihr jetzt nämlich auch die Möglichkeit gehabt, euch mit Erste Hilfe zu verbinden. Kleiner Trick übrigens, wenn man auf die Zahl in Klammern klickt, neben dem Ideending genau da drauf. Oh, geil. Dann füllt sich das direkt wieder aufs Maximum aus. Nein, oh, wie schön. Genau, das könnt ihr jetzt alle nicht sehen im Chat, weil die Inge immer noch nicht meinen Charakterbogen shared. Oder zumindest meinen Screen shared. Das wäre wirklich schön. Könnte man das nämlich dem geneigten Publikum vorführen, wie total cool das ist, dass man einfach da hinten draufklickt und wieder seinen Ursprungswert hat, den man sich dann nicht merken muss dadurch. Aber ja. Jetzt, glaube ich, bist du im Bild. Ja, jetzt bin ich im Bild. Ah, ja. Ist jemand anders, aber trotzdem. Ja. Hurricania, egal, Schnurz, geht auch. Mir Schnurz, irgendjemand. Ja, sehr gut. Zack, zack. Genau. Ja, das bin ich. Juhu. Ja, also, um zu deiner Frage zurückzukehren, also es hat sich etwas beruhigt. Es ist kein wildes, sprudelndes Kochen mehr, sondern mehr so ein vorsichtiges Sieden. Mhm. Ich mehr versuch trotzdem mal so ein zu schauen, vorsichtiges Sieden. Vorsichtiges Sieden, ob ich irgendwas sehen kann da. Der dann würfel doch einfach mal auf Erkennen. Mit einem Malus von 2, weil es ist finster und du schaust hinunter in den dunklen Ozean. Das ist nicht meine Stärke, aber warum nicht? Ein Malus von 2. Eieiei. Ja, ich würde sagen, alles gut. Sieht gut aus. Wie sie sehen sie nichts. Ja. Ja. Du guckst, ob keiner guckt und es guckt keiner zurück, also ist alles gut. Ja, ich habe die Situation im Griff, fühle mich sicher und wende mich dann ab und sorge dafür, dass die Mannschaft ordnungsgemäß Leichen über Bord kübelt. Ja, es ist nur so, in dem Moment, wo du dich gerade umdrehst und anfangen willst, Anweisungen zu geben, geht so ein ordentlicher Stoß gegen das Schiff, weil es fühlt sich im ersten Moment ein bisschen an, wie man kennt das, wenn das Schiff im Hafen anlegt und der Steuermann und die Crew nicht so mega gut aufgepasst hat und das Schiff dann so leicht gegen den Kai dotzt. Ja? Nur ist es diesmal nicht das Schiff, das wo dagegen fährt, sondern irgendwas anderes, das unten noch unter der Wasseroberfläche gegen den Rumpf zu schlagen scheint. Und das Schiff, es neigt sich so ganz leicht, nicht viel, nur ein paar Grad, gerade so, dass es einem auffällt, dass irgendwas ist hier jetzt falsch, irgendwas ist schief. Wenn wir jetzt bei Star Trek wären, würden wir alle gleichzeitig machen, damit das entsprechend funktioniert. Genau, aber da wir nicht wissen, in welche Richtung wir gucken, ist das alles völlig da müssen hochausgebildete Schauspieler ran, die das überzeugend darstellen. Das ist jenseits unseres Leistungsvermögens. Aber genauso verwirrt wie ihr, guckt auch die gesamte Crew von dem Schiff. Die sind genauso verwirrt wie ihr und wissen auch, in welche Richtung sie wackeln sollen. Ja. Ich halte mich mal sicherheitshalber an der Reling fest. Nur für den Fall das. Hurricania, ihr seht nach einer sehr fähigen Frau aus. Wollt ihr kurz nachschauen, was da passiert ist? Ja, sehr gern. Und ich schaue vorsichtig über die Reling und halt mal Ausschau, was da das Schiff bewegt. Dann kannst du denselben Wurf machen wie... Und jetzt möchte ich kurz was ausprobieren, ob ich das zusammenbringe, weil ich kann ja auch als Spielleiter sagen, ich möchte, dass ihr etwas würfelt. Wenn ich mich richtig daran erinnere, wie das funktioniert, dann... ist das so? Nein, das ist falsch. Ohne Abstände, ne? Man kann... Mhm. Ja. Oh. Jetzt kann man eine Erkennenprobe machen. Kannst du da einfach drauf drücken? Damit wir noch ein bisschen zeigen, was das System kann. Genau. Drücke ich jetzt. Jetzt wäre es wieder schön, wenn die Inge zeigen würde, was man hier sehen kann. Müsstest du
irgendeinen der Charaktere. Genau, im Chat siehst du, im Chatfenster, wenn du das Chat aufmachst, siehst du jetzt unten, da hat der Game Master eine Probe angefordert. In dem Fall erkennen minus zwei angefordert als Probe. Und wenn du da drauf klickst im Chat, dann ja. führst Muss du eine solche ein aus. So, dann drücke ich da mal drauf. Übrigens der Shift- oder Control-Klick funktionieren. Ah. Ja. Oh. Naja, geht ich sehe so. Nur Wasser. Sehr viel Wasser. Ja gut, dann würde ich es jetzt auch mal einfach probieren. Ja. Ich würde aber eine Idee ausgeben wollen, in der Hoffnung, mehr zu sehen. Du starrst ganz angestrengt über die Reling in die Dunkelheit. Siehst aber auch nichts. Wer aber was sieht, der hat offenbar besser gewürfelt als ihr. Ist ein Matrose, der neben euch steht und offenbar in den Wellen etwas ausgemacht hat und sehr erschrocken und irritiert von der Reling zurücktaucht. Krebs! Und in dem Moment, wo er das sagt, schießt vor ihm eine riesige Krebsschere über die Reling, nicht lecker. Packt ihn und packt ihn in der Mitte ein 2. Aua! Nein! Oh. Das ist ja eklig. Und vor euch erhebt sich ein riesiger Krebs aus dem Wasser hinauf auf die Aeolus und wuchtet langsam erst seine Scheren und dann die ersten paar seiner Füße über die Reling und ist offenbar auch nicht so begeistert. Also offenbar hatten die Meeresleichen Angst. Ja, nur nicht vor euch. Verständlich. Eine Alligatoren mehr, die sind von den Monsterkrebsen gefressen worden. Ja, okay. Aber auch hier sind wir jetzt wieder in einem Kampf und der Krebs ist ein bisschen schneller als die Meeresleichen, aber immer noch nicht schneller als Hurikanya. Das heißt, sie darf sich als erstes mit diesem Krebs auseinandersetzen. Mhm. Nur wie? Ja, dann mach mal. Alles Gute, ne? Ja, danke. Kampf? Da beginnt das jetzt wegen Schrumpfkopf-Action. Schrumpfkopf-Action. Schrumpfkopf. Ihn weg. Was machst du denn mit deinem Schrumpfkopf? Der Wunder. Möchtest das ist so schön. Möchtest du deinen Schrumpfkopf der Wunder benutzen gegen ihn? Ja, vielleicht explodiert das Ding direkt. Oder so. Leider nicht, aber von diesem Schrumpfkopf geht auf einmal ein seltsames Leuchten aus. Und das scheint diesen Krebs so zu irritieren, dass er jetzt eine Malusstufe hat und deswegen einen Maluswürfel auf alles, was er tut. Yes, sehr cool. Dann behalte ich den oben, den Schrumpfkopf, und ziehe mit der anderen Hand mein Säbel bereit zum Angriff, den ich auch noch tätigen würde, wenn ich darf. Natürlich, dazu hast du noch die Aktionspunkte. Sehr gut, dann würfel ich mal. Warte, hier unten. Der Leuchtschrumpfkopf. Oh. Ja. Das wären dann also 3 und 4, 7, wenn ich richtig gezählt habe. 7? Ja, also du stürmst auf diesen Krebs zu und du schlägst mit deinem Säbel nach ihm und alles, was passiert, ist plunk. Das ist sehr antiklimaktisch, weil alles, was du dir erhofft hast, geht nicht direkt zu Bruch, aber scheitert an dem offenbar sehr harten, dicken Panzer dieses riesigen Krebses. Dann möchte ich mich zurückziehen aus der Griffweite von den Scheren und rufe, der Klingen helfen nichts. Bist leider an ihn gebunden. Der schaut sich auch schon sehr so, oh look.
Schluck. Aber es ist ja noch, der gute Rodrigo ist ja noch vor dem Krebs dran, nehme ich jetzt. Jawohl. Teufels, oh, nee, Quatsch. Gewandung des Eiferers, drei Puffer-LP, nehme ich an. Das, der Krebs ist ziemlich sicher wieder natürlich. Krebse von außergewöhnlicher Größe. Mit dem Gedanken auf den geistigen Lippen, ob der wohl ein gutes Abendessen abgeben würde, schmeiße ich mich auf ihn, übereifrig, und möchte dafür auch einen Coup einsetzen, zu gucken, ob ich eine verwundbare Stelle finde, während ich mein Schwert nach ihm hebe. Da der jetzt an Hurrikaner gebunden ist, zählt das als heimtückischer Angriff und ich kriege noch mal einen Bonus zusätzlich? Also das ist die eine Option, Oder ich binde ihn an mich? oder du drängst dich dazwischen und bindest ihn dadurch an dich. Also Dann ich bin würde ich dir auf jeden an. Fall einige gute Tipps geben, die im Kampf immer gerne gehört werden und dir exakt sagen, wo dein Säbel ansetzen sollte. Hier da, zwischen den Augen, hinter der, zwischen den Panzerschichten, möglicherweise Weich, Bauch, irgendwas. Und dann kriegst du nochmal 3 Bonuswürfel. Nehme ich sehr gerne an. Ja, dann würde ich das auch tatsächlich so machen und würde mich dazwischen drängen. Sieben. Ich fürchte, das macht auch nur Klirren. Mit ja, 4 Erfolgen und 3 Schaden, 7. Ja, auch das macht. Du triffst eine andere Stelle irgendwo an der Schere und irgendwie. Aber ich schnappe mir den einen Esprit-Stern und wandle ihn in eine Segnung um. Das ist ja eher so ungut. Ach, pff. Wie kommst du darauf? Na, ich guck mal, was der Monsterkrebs so macht. Der ist ja vor mir dran. Ja, der Monsterkrebs ist vorne dran. Und der Monsterkrebs ist an Rodrigo gebunden und wird Rodrigo mit seiner großen Schere versuchen, ja, dasselbe, was er gerade mit den Matrosen versucht hat. Ja, da habe ich jetzt was gegen. Das finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Könnt ihr mal ausdiskutieren. Aber jetzt muss Anführergegner würfeln, nämlich die haben keine automatischen Erfolge. Oh, das sind aber sehr viele Erfolge. Würfeln Das Erfolge. finde ich nicht gut. Erstens hat er seinen Maluswürfel nicht gewürfelt. An der Stelle möchte ich Ja, das hier nochmal das stimmt. Ja, da hast du mahnend natürlich erwähnen. recht. Das ist mein Glaube Fehler. aber, es sind mir auch grundsätzlich zu viele Erfolge und ich finde, der sollte nochmal würfeln, weil ich würde ihn gerne verwirren, indem ich ihm ebenso nützliche und unnütze Dinge zurufe oder irgendwie mit Lichtsignalen versuche, ihn zu blenden oder sonst wie zu zappen, um ihn abzulenken. Und ihn dadurch zwingen, seinen Wurf nochmal zu machen. Kriegt er dann noch mal einen extra Malus oder ist das Nein, das alles? ist tatsächlich einfach nur, dass er nochmal muss. Dann würfelt er noch mal. Wenn er Ach, das jetzt ist doch auch nicht schlecht, besser das ist doch würfelt als scheiße. vorher, Naja, gut, hat er ein. aber nicht. Ja, war nett, euch Sechs Erfolge. kennengelernt zu haben. Nein, bitte Was nicht. der Chat nicht weiß, der Spieler hat gesagt, das ist gar kein Problem, dass wir rechtzeitig fertig werden. Ich bringe euch dann einfach alle um, wenn es auf halb 7 zugeht. Und was ist jetzt? Halb 7. Ja, ich würde mal einen Coup einsetzen, um meine Parade ein bisschen aufzupeppen. Gucken wir mal, was das so bringt. Oh. 4. 4 Erfolge und ich würde gerne noch einen Segnungswürfel hinterher werfen. Ah. Da. Ah, da fällt er einmal auf die richtige Seite. Aber sehr schön. 6 Erfolge insgesamt. Das heißt, durch die Gnade des Herrn verlierst du diese gigantische Schere, die da auf dich herunter rast und wirfst sie erfolgreich ab. Und weil der groß und träge ist, war das seine einzige Aktion. Los, Herr Und van der Sand. Herr van der Sand ja, ist dran.
Gibt es hier Kanonen an Bord? Gibt Hatten es wir keine? gehört? Ja, also es gäbe Kanonen an Auf dem Bord. Oberdeck? Ja, durchaus. Ich bin Kanonier gelernt auch und würde ihn gerne versuchen, damit zu beschießen. Ja, das kannst du machen. Dann kriegst du einen Malus von 3 auf diesen Versuch, weil die Kanonierfähigkeit ja eigentlich dazu da ist, auf Dinge außerhalb des Schiffes zu schießen. Ja. Oh, ich bin auch scheiße. Sehe ich gerade, weil ich mit Handwerk würfel. Aber das muss nur gelingen. Das muss ja nicht sozusagen Zusatzschaden machen. Der Schaden ist automatisch. Ja, der Schaden, Dann. wenn du auch nur einen Erfolg würfelst, Ja. dann hast du das erfolgreich gemacht. Dann werde ich noch ein Q ausgeben dazu. Ein Q dazu. Damit ich eine realistische Chance habe, einen Erfolg hinzukriegen. Ich habe einen Malus von 3. Der würde. Für jeden, also ein Q würde den Malus jetzt wieder aufheben, richtig? Genau, und ein zweiter Coup würde dir Würde mir sogar einen Bonus bringen. genau einen Bonus Ich von glaube, plus drei. es kommt mal drauf an, gut zu schießen. Dann werde ich auch den zweiten Q dahin siechen lassen und das Handwerk des Kanonierens hoffentlich korrekt ausführen. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. Das sind 3 Erfolge. Peng! Ja, du stürzt an diese Kanone und gibst den Crewmitgliedern Anweisungen, die zu drehen. Und aus einem unerfindlichen Grund war die bereits geladen durch eine Fügung des Schicksals und sie donnert los und trifft tatsächlich dieses Ungetüm. Würde 10 Schaden machen. Ja, macht sogar ein bisschen mehr in dem Fall. Aha. Bringt sie sogar ein bisschen ins Taumeln. Bam. Und ja, damit hast du erfolgreich Schaden verursacht an dieser Kreatur. Das Blöde ist, weil die Kanone so lange zum Nachladen braucht, ging das nur einmal. Ich rufe der Crew zu, sie möge nachladen und dann harre ich mal der Dinge, die da kommen werden. Ja, gut, wir sind in die Null und jetzt werde ich euch was verraten. Das, was der Jan gerade gemacht hat, ist tatsächlich ein bisschen vorgesehen. Es gibt nämlich Möglichkeiten, mit diesem Monsterkrebs ein bisschen besser fertig zu werden. Genau. Schwarzpulver rufe ich noch. Schwarzpulver. Ja, ihr könnt also durchaus kreativ sein jetzt hier im Umgang mit den Dingen, die ihr so an Deck findet. In den nächsten Kampfrunden und vielleicht sehen, ob euch das hilft. Also mit herumliegenden Netzen oder ich habe gerade schon gehört aus einer nicht näher bestimmten Quelle, hier lagen doch irgendwo Schwarzpulverfässer. Ja? Und auch die Crew ist noch da. Also ihr könnt ruhig ein bisschen kreativ sein in der nächsten Kampfrunde, die jetzt beginnt. Kostet dann halt entsprechend Aktionspunkte. Sehr Aber. gut. Ja. Also, kann jemand von euch mit Netzen gut umgehen? Oder wir könnten versuchen, den Mast gegen das Ding zu, also den nicht den Mast, aber die Takelage sozusagen vom Segel so rumzuziehen, dass das große Holzding ihn haut. Das würde vielleicht möglicherweise auch was tun. Oder das Schwarzpulver, wenn jemand sich von euch mit explosiven Sachen handhaben auskennt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt eine Explosion auf dem Schiff zu verursachen. Nee, auf dem Das mit Krebs. der. Ja, gut, der ist ja auf dem Schiff. Ja, aber nur Das so halb. Genau. ich kann mit Pistolen schießen, aber. Also, ich glaube, wir brauchen größere Kaliber. Glaube, das mit Kanonen ist nicht so schlecht. Stichwort Aber. cineastisch. Bin ich da mal kurz, sorry, reingrätschen darf. Ich habe da gerade so, wie man es klassisch aus dem Film kennt, das vor dem geistigen Auge irgendein Tau zu nehmen, das einmal um sein Bein zu wickeln und dann irgendein Seil durchzuschlagen. Das Tau wird hochgerissen und der Krebs landet zumindest hoffentlich auf dem Rücken. Wäre sowas möglich? Ja, das würde eine Akrobatikprobe erfordern von dir, weil du ja mit dem Seil und dem Tau um ihn herum irgendwas tun musst. Ich habe gehört, wir haben ja jemanden
in der Gruppe, die sehr, sehr gut darin ist in der Akrobatik. Die vor allem, ja. Ich. Ja. Ja, klar, würde dann in Richtung des Seils gestikulieren. Hurricania, schnell! Ich verstehe natürlich sofort, was er meint. Fokussiere mich und führe das aus. Ich hole mir ein Seil, schwinge mich und wickle das um den Krebs, sofern die Probe jetzt funktioniert. Du könntest eigentlich Ruhe ausgeben, wenn du noch ein bisschen was hast. Vielleicht auch das eine gute Gelegenheit, um die loszuwerden. Diese genau, also ich habe, es ist ein Coup, keine Idee dann, ne? Kann ich das eigentlich irgendwie unterstützen, indem ich sage, ich lenke den Krebs so lange ab? Ist nicht notwendig. Der muss sich der hat auch nur zwei Augen, auch wenn sie auf Stielen sitzen und immer in unterschiedliche Richtungen gucken. Aber der kann halt auch nur maximal auf zwei Leute gleichzeitig gucken. So, dann würfe ich jetzt mal auf Akrobatik, wa? Nein! Nein! Ein Erfolg. Fuck. Aber es ist besser als kein Erfolg. Du schaffst es zumindest ein bisschen, dieses Tau oder dieses Netz, das du dir da geschnappt hast, um seine Schere zu wickeln, sodass du das Gefühl hast, er kriegt die Schere nicht mehr ganz so weit auf. Und vielleicht kann er dann jetzt nicht mehr ganz so fest zupacken. Ja. Damit. Habe ich noch AP übrig? Ich würde sagen, 2 AP hättest du noch übrig nach der Aktion. Okay. Wäre es möglich, dass ich irgendwie nochmal mit so extra viel Kraft nachrucke, um das fester zu ziehen? Also quasi eine KKR-Probe oder so, schwebt mir vor. Körperkraftprobe. Ja, so nach dem Motto, wenn die Erklärung dem Spielleiter gefällt, dann... Make it so. Darf ich? Ja. Ja, cool. Dann würfel ich mal. Ne? Das jetzt funktioniert. Warte, jetzt. Irgendwie nicht mein Würfeltag heute. Also, du ruckst da nochmal an diesem Seil. Schere klappt kurz ganz zu und öffnet sich dann aber wieder. Also du würdest denken... Körper passt da gerade noch dazwischen und tut wohl auch noch weh, aber mit so viel Wucht geht es nicht mehr. Gut, nächster. Dann ist Rodrigo wieder an der Reihe, der ja immer noch vor dem Krebs steht und zu ihm aufblickt. Ich habe da gerade diese schöne Idee vernommen, die Takelage einzusetzen, um irgendeinen so Querbalken vom Mastding gegen den Krebs schlagen zu lassen. Habe ich bei der Überfahrt beim Mitanpacken genug gelernt, um zu wissen, an welchem Seil ich ziehen, schnipseln, sonst was muss? Es ist schwierig, weil du stehst ja direkt vor dem Krebs. Also du bist an ihn gebunden, das Seil wegzukommen. Ja. Okay, nee, dann würde ich ihn einfach, würde ich die Gelegenheit nutzen, den leicht verwickelten Krebs anzugreifen, würde auch noch mal einen Coup ausgeben, in der Hoffnung, da eine empfindliche Stelle zu treffen. Ich stehe dir mit hilfreichen Tipps zur Seite und du kriegst noch 3 weitere Bonuswürfel. Ja. Super. Schlag so zu, dass es durch den Panzer durchgeht. Wir sind eher auf dem Maximum von 5 Bonuswürfeln, weil mehr gibt's nicht. Oh, ach so. Ja. Ja, super. Hat toll geklappt. Wow. Ja. Anscheinend hat mich der Zwischenruf verwirrt. Was meint ihr mit durch die Panzerung? Feste, habe ich gesagt. Feste. Welche Feste wollt ihr? Ja, 2. Wir sind mitten in einem Kampf. Also, unsere Kommunikation arbeiten.
Gerade, dass du ihn noch irgendwie triffst mit deinem Schwert. Ja, also ungefähr so. So. Dabei denkt man sich, der Krebs ist so groß, den zu verfehlen, ist schon eine Herausforderung. Ja, aber irgendwie Ach, ich schaffe alles. es sind Wenn man nur offenbar will. irgendwas hat da jetzt nicht funktioniert in dem Zusammenhang. Und das denkt sich auch der Krebs. Der, also hätte er die Fähigkeit dazu, würde er so die Augenbraue hochziehen. So, echt jetzt? Wirklich? Es war ein Versuch wert. erneut versucht, mit seiner gigantischen Schere nach dir zu schnappen. Wo ist er denn, mein Krebs? Da ist er. Diesmal werde ich den Maluswürfel nicht vergessen. Nee, das macht er nochmal. Ich glaube, das nächste Mal wird wieder schlechter. Nachdem ich meinen Kompagnon schon verwirrt habe, verwirre ich jetzt auch den Krebs mit meinen vielen verschiedenen Anweisungen. Du versuchst also dem Krebs Anweisungen Genau. Nein, höher, niedriger, tiefer, rechts, links, mehr auf die andere Seite, das andere rechts. Ach, das ist doch genauso gut wie vorher. Das gibt es ja gar nicht. Na gut, mehr kann ich nicht tun. Ja, Dann musst du ja nur noch 7 Verteidigungen schaffen. ja, ich lege mich sehr ins Zeug, sprich gebe noch mal einen Coup aus. Oder 2, wenn du noch hast. Ja, das, ja, komm, ich gebe 2 aus, kriege den vollen Bonus von 5. Nö, nö, Ein nö. Versuch wurde unternommen. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. Hat immer sein Bestes gegeben, war stets bemüht. Ja, war Aber kann stets nur ein Coup bemüht. ausgeben, siehst du mal. Hätte man gar nicht machen können. Vielen Dank. Ja. Ist auch Details. egal, hat genauso nichts genützt. Genau. Hat genauso nichts gebracht. Du erleidest nämlich, ich rechne deine Panzerung jetzt schon raus. Das sind 6 plus 5 sind 11. Minus 2 sind 9, minus 3 sind 6. Du erleidest 6 Punkte Schaden. Ich quietsche auf. Nicht dort, nicht dort, da bin ich kitzelig. Du hast das Gefühl, der Scherenschlag ist ein wenig kraftloser als vorhin noch. Deswegen nimmst du ein bisschen weniger Schaden. Also das Umwickeln mit dem Seil der Schere hat offenbar etwas gebracht. Ja gut. Dann rufe ich der Mannschaft zu, dass sie Schießpulver beischaffen möchte, und Richtung des Krebs rollen. Oder versuche ich die Mann. Nein, nein, wir machen das anders. Wir machen das klassisch. Wir machen den Luke Skywalker mit dem AT&T. Ich rufe der Mannschaft zu, sie mögen Netze und Taue bringen und versuchen, die Beine des Krebs einzufangen. Und ich versuche sie dazu anzureisen, indem ich ein bisschen Redekunst. Redekunst anwende, Ja, dann. damit das funktioniert. Ja gut, geht so, ne? Die sind offenbar auch immer noch verwirrt aufgrund der Gesamtsituation. Sie sind mit der Gesamtsituation auch ein bisschen unzufrieden, mit dem Krebs hier. Ja, also ein paar Pistolen feuern in Richtung dieses Krebses. Die meisten davon zerschellen aber relativ wirkungslos an der Panzerung. Ich rufe ihn nochmal zu. Nein, nicht schießen, ihr sollt ihn festzurren. Aber was soll ich schon Aber groß tun sonst? ja. Nun, dann Ich versuche nochmal das Seil, um die Scheren irgendwie zu fixieren oder fester zu ziehen und noch mal, oder irgendwie nochmal zu fesseln. das kannst du gerne in der nächsten Kampfrunde wieder probieren, in die wir jetzt gleich Okay. hüpfen werden, da ja ohnehin niemand von euch irgendwelche schädlichen Einflüsse hat. Könnt ihr das, wenn wir die INI-0 auch getrost überspringen in dieser Situation? Das heißt, Okay. Hurikanya ist wieder dran. Sehr gut. Ich dachte gerade, wir sind in die Null. Entschuldigung. Kein Problem, Ja, alles dann. gut. Wie kann ich das machen? Ich stehe da jetzt und ziehe einfach bloß an dem Seil. Kann ich das irgendwie um den Mast rumrennen, dass da quasi
so ein Zug entsteht. Vielleicht kann ich dem Krebs ja die rausreißen, Also die Scheren. du könntest versuchen, auch den Luke Skywalker zu machen und mit dem Seil quasi um seine Beine herumzulaufen. Das ist eine schöne Idee. Ja, ich glaube, das mache ich. Dann Ja. hätte ich dafür gerne eine Probe auf Ausweichen von dir, weil du ja zwischen den herumstampfenden Beinen dieses Krebses jetzt durch musst. Ja, bekommst du. Warte, wo ist Ausweichen Ausweichen? Das bei Kämpfen. ist im Kampf unten. Ja, ganz unten. Inge, schaffst du das mit dem Charakterbogen noch Ja. mal einzublenden? Das wäre super. Ich glaube, die Inge ist schlafen gegangen. Ist runtergefahren. Yes. Standby. Dann würfel ich mal. Nein, warum? Es ist so ein schlechter Würfeltag heute bei mir. Aber das reicht zumindest, also du wirst nicht zertrampelt. Und hier fliegen wieder diese göttlichen Eingebungen durch die Gegend, das ist ja unfassbar. Das Ja, du läufst Erfolg, also du schaffst es auch durch herumzulaufen um die Beine und das Seil, das schon um seine Schere gewickelt ist, herumzulaufen und schafft es dann auch ein bisschen seine Beine mitzunehmen, sodass er sich jetzt irgendwie schwerer tut in der Bewegung. Ja, der ist ein Gut, ich bisschen kann ihn auch gehemmt. fest, das Seil festbinden. Also du willst quasi dasselbe machen wie vorhin, dass du ihn einfach nochmal fester anziehst oder willst du nochmal versuchen durchzulaufen? Ich hätte ihn gerne fixiert irgendwie, dass er nicht so einfach irgendwie weiter nach vorne laufen kann oder so. Das Dann ist halt echt. musst du mal unter ihm durch. Wickel, Und wickel. dann durch. Ja. Ja, wickel, wickel. Also würde ich sagen, versuch noch, musst du noch mal durchlaufen quasi, damit das den Effekt hat. Das heißt, du müsstest noch mal auf Ausweichen würfeln und das war's dann Ja. auch mit deinen Aktionspunkten. Bekommst du. Immerhin. Das ist schon besser. Ja, das ist doch schon, das sind doch schon mehr Erfolge. Gut, ja, da, während der Krebs immer noch mit Rodrigo beschäftigt ist und den halb umpackt hält und Hurrikan ja zwischen seinen Beinen herumläuft, ja, ist jetzt Rodrigo wieder an der Reihe. Ja, ich fürchte, momentan bin ich etwas in meinen Handlungsmöglichkeiten beschränkt, würde deswegen einfach einen regulären Angriff machen gegen den Krebs. Well. Jawohl, das geht zwar nicht durch, aber gibt mir trotzdem die Möglichkeit, zwei Segnungspunkte abzusahen. Also ich nehme mal an, dass das nicht reicht, um durchzugehen an Schaden. Tut es nicht. Dann würde ich gerne die Segnungspunkte in Anspruch nehmen, schon mal zumindest etwas, und würde einen davon auch gerne direkt einsetzen, um mir zwei Puffer-LP zu gönnen. Ja. Waren zwei, ne? Waren zwei, ja. Ja. Okay. Und dann bereite ich mich darauf vor, zu parieren. Schmerzen zu empfangen. Genau. Aber vielleicht, wenn das mit dem Leute anleiten nicht funktioniert, vielleicht muss man dann Sachen einfach selber Ja, machen. ich fürchte, es wird drauf rauslaufen, aber der Krebs ist vor mir dran. Der Krebs ist vor dir dran, das ist leider richtig. Und er wird genau das tun, wovor du Angst hattest. Aber der wirkt reichlich schon initiiert. Jetzt ist doch schon ein paar Mal so ein Seil um seine Beine gewickelt. Das war übrigens falsch. Das war die Krebsleiche, das war das falsche Monster, das ich geklickt habe. Ich bitte um Verzeihung. So. Krebsleiche ist Ja. keineswegs gleich Krebs. Monsterkrebs. Ah, das ist doch Genau. mal gut, also gut schlecht gewürfelt, sage ich Ja. mal. Mit Was schaffst nur du? drei Erfolgen diesmal. Der ist so durcheinander. Da laufen Dinge zwischen seinen Beinen herum. Irgendwer ruft ihm zu, wen er wie schlagen soll mit seiner Schere. Und dann muss er auch noch in zwei unterschiedliche Richtungen gucken mit seinen Stielaugen. Das ist ganz schlimm. Das geht aber besser, junger Mann. Offenbar eine Segnung.
Ich setze eine Segnung ein. Ach, hör mir auf. Ja, gut. Dann halt Schmerz. Ja. Ja, du musst vielleicht muss ab oder du so. Du entscheidest ne? dich nun für den Schmerz. Und erleidest dementsprechend. Warte. Und weil. War nur noch zwei Schadenspunkte. Ja. Also dein Angriff war nicht erfolgreich und das Seil um seine Scheren und deine Rüstung, irgendwie bleibt da nicht so viel übrig. Alles muss man selber machen, rufe ich, schnappe mir ein Pulverfass und renne Richtung Krebs. Ah, jetzt rolle es dann die letzten Meter einfach so Richtung Reling, wo der hängt. Der kommt ja jetzt gerade nicht so richtig weg, weil er mit Seilen umwickelt ist. Und dementsprechend würde ich dann versuchen, das so zu platzieren, dass ich möglichst nicht Rodrigo mit in die Luft jage. Wiewohl zugegebenermaßen, Schwund ist ja immer. Und die Besten erwischt es immer jung. Daher hey. Wichtiger ist, dass der Krebs kommt, als dass Rodrigo überlebt. Vor allem musst du aber eine Probe auf Fingerfertigkeit ablegen. Das ist ja meine ganz große Talent. Da gebe ich meinen letzten Coup gleich für aus, fürchte ich mal. Oh. Und dann mache ich das und hoffe mal, dass da was bei rumkommt, weil bisher haben wir echtes Würfelglück. Ja, das klappt ja toll. Zwei Erfolge. Aber immerhin kein Erfolg, weil das wäre doch viel schlimmer gewesen. Du schaffst es, dieses Pulverfass dorthin zu bugsieren und ihn zur Explosion zu bringen, so dass ihr alle durch die Explosion und durch die Druckwelle, die dabei entsteht, einen Punkt Schaden erleidet, der eure Panzerung ignoriert, aber ob von euren Pufferlebenspunkten, die könnt ihr zum Einsatz bringen dabei. Alle anderen einen Schadenspunkt. Und ihr seht tatsächlich, dass sich Risse in der Krebspanzerung bilden durch diese Explosion. Nachsetzen, los! Ich versuche die Mannschaft zu ermutigen, das Gleiche zu tun und versuche auch Hurrikanier dazu zu kriegen. Los, schnapp dir sein Fass! Wenn ich dran bin, mache ich das. Genau. Und der junge Spanier hält noch weiter aus. Du machst das gut, junger Mann. Du bist doch tatsächlich direkt schon wieder dran, weil ihr habt immer noch keine Dinge, die wir in die Null beachten müssten. Deswegen ist Hurrikanier jetzt direkt wieder dran. Sehr gut, dann mache ich wie mir gehießen und hole ein Pulverfass und rolle es an den Krebs ran. Lass es explodieren. Dann darfst auch du bitte eine Probe auf Fingerfertigkeit ablegen. Ja, ich opfere ein Coup dafür, damit es hoffentlich schön rums gleich abziehen, nicht hinzufügen. Schön wär's. So. Warte. Drei dazu. Drei Erfolge. Ja, ist auch was. Also die Risse werden größer in der Panzerung. Da geht was. Lenk ihn noch weiter ab, Rodrigo. Das funktioniert. Ja. Kannst du noch mehr machen? Hast du, ich weiß nicht, wie viele Aktionspunkte das kostet, aber vielleicht kannst du ja noch nicht. Mehr. Also ja, schnell zurück und noch eins. Ja. Ja, der Weg zu den Fässern ist doch schon relativ weit. Und so ein Fass zu tragen, glaube, da geht sich mal eins. Und noch ein Schuss mit der Pistole? Ja, das, oder so? Das würde ich, das geht sich aus, ja. Okay, dann schieß ich noch. Please. Dann jetzt am besten ins Auge rein. Ja, auf die Augen. Genau. Ja, auf die Augen. Den Kopf, das ist muss ich dafür dann irgendwie wahllos? Nee, du. Oder? Würfelst einfach drauf. Ich würfel einfach. Gib dir aber einen Bonus zum Würfeln. Oh! Ja, der noch dreimal dazu. Nachträglich, Sekunde. Das wären dann drei Erfolge schon mal. War gut ist.
Vier Folge. Vier Folge, das sind dann 7 Schaden. 7 Schaden. Ja, also offenbar fangen eure Angriffe jetzt auch an, Wirkung zu zeigen, nachdem die Panzerung hier offenbar so langsam auch abbricht und du hast das Gefühl, deine Kugel schlägt jetzt nicht mehr wirkungslos in deinem Panzer ein, sondern hat tatsächlich irgendeine Art von Effekt auf dieses Monster, das auch durch den Einschlag und durch so ein sattes Schmatzes, als die Kugel einschlägt, leicht irritiert guckt mit seinen beiden Stielaugen. Ja, da siehst du mal. Aber dann ist wieder Rodrigo an der Reihe, der direkt davor steht. Ist da irgendwo einen Haken, den ich nehmen könnte und in die frische Wunde reinhauen könnte? Das ist jetzt, Haken an der Sache. jetzt wird's kreativ. Der Meine Haken an der Hoffnung ist ja immer noch den Trick mit irgendwas rutscht am Mast runter und zieht was anderes hoch Das Gewicht und müsste, glaube ich, sehr hoch sein, damit das funktioniert, fürchte ich. Also. ja, also ich will ja nicht unbedingt den ganzen Krebs hochziehen, aber wenn ich das, was hochgezogen wird, halt schaffe, irgendwie in der Wunde zu verankern, habe ich die Hoffnung, dass das ordentlich Schaden macht. Wie gesund bist du eigentlich? Also, oder nicht Ja. gesund? Also, Wie viel Krebs überlebst du denn noch? Vielleicht wäre es sinnvoll zu versuchen, sich zu lösen aus ach dem so, mein. Sammelgebiet. Ich dachte jetzt, was hast du für einen Schatten, um auf solche Ideen zu kommen? Ein kleiner Sinn. Das kann ja auch sein. Ich rede von der körperlichen Gesundheit in diesem Zusammenhang. Ach, ja, ein, zwei Treffer stecke ich bestimmt noch einen zur Na Not. ja, gut, na dann. Ja, lassen wir ihn Machen da. wir weiter so. Schwund ist immer. Nicht besonders ehrenhaft. Ja, Von also also ich würde ich. sagen, aufgrund der Tatsache, ne, man muss ja nicht immer ganz zu den Rules, ne, aber würfel doch mal auf Erkennen, ob du vielleicht tatsächlich irgendwo einen Haken siehst, der in deiner Greifreichweite. Ne. Das ist ja echt nicht so. Würde gerne eine Idee dafür einsetzen. Der Haken bringt dir ja nichts, wenn er am anderen Ende des Schiffs liegt. Stimmt. Kriege ich auch einen Malus wegen der Dunkelheit oder? Nee, auf dem Schiff ist hell genug. Spätestens jetzt, wenn was Charakter explodiert bogen, da ist. kann man auch was sehen. Ups, der ist weg. Ja, du müsstest eine erfolgreiche Akrobatikprobe ablegen, um diesen Haken erstens greifen und zweitens irgendwo in diesen Krebs versenken zu können. Würde ich sagen, mit einem Malus von 2, dann. Wenn mich irgendjemand noch buffen kann, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, weil sonst habe ich gleich nichts. Leider hat mein Instruktionslehrgang für Trainieren von Leuten nur den Kampf beinhaltet, nicht das Rumhüpfen und Schwingen von Dingen. Insofern. Sag mir genau, was ich tun soll, und ich tue es. Ja, ich fürchte, das wird erst nächste Runde gehen. Ich würfel jetzt einfach mal. Naja. Ja, also mit. Ein Erfolg war übrig. Ja. Du schaffst es zumindest irgendwie, diesen Haken an eine Stelle zu rammen, wo es ein bisschen wehtut. Und das ist gefühlt, das war offenbar an der Stelle, wo vorher der Panzer ein bisschen aufgeknackt ist. Und durch diesen Ruck macht das so eine Mischung aus Brechen und Schmatzen, als dieser Panzer zum einen weiter aufbricht und zum anderen sich leicht von der Haut darunter löst. Dosenöffner. Da der Panzer jetzt ein Stück weit offen steht, also wenn der Herr van de Sant jetzt eine Anweisung geben könnte, noch im Kampf, dann wäre es an genau diese Stelle. Weil das ist, die würde quasi rot leuchten in Ja. anderen Fällen. Aber wie du mir, so ich dir, denkt sich der Krebs. Und möchte gern auch seine Scheren als Dosenöffner benutzen.
um dem guten Rodrigo aus seiner Rüstung zu schielen. Der ist immer noch ein bisschen irritiert von dem ganzen Seilzeug, das um seine 13? ich da Bonus geklickt? Moment. Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Ja. Ja, habe ich. 12 Würfel, Also 13 Erfolge, kommt nicht ganz hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind nur 7 Erfolge. Verzeihung. Okay. Gut, dass man sich die Würfelwürfe nochmal aufklappen lassen kann. Ja, das stimmt. Dann sieht man genau, was dann, selbst wenn einem sowas passiert, dann. Also es sind nur 7 Erfolge. Ja, dann. Okay, wie viel Schaden müssten dann. Ne, Wenn. 12. Ja, Ach den so, Geist. nee, stimmt nicht. Der 12, Der genau. nimmt schon, der nimmt, er macht schon weniger Schaden. Das sind dann schon nur noch 10 und weniger deine Rüstung wert es dann 7. Ja. Ja. Ein bisschen geht noch, aber nicht mehr viel. Hast versprochen, dass du noch zwei, drei aushältst. Also, das war Ein, der erste. zwei hatte ich gesagt. Zwei, okay. Ja. Vier, fünf. Viele. Komme ich gleich Ja, gut. ran. Wenn das so ist, dass der dran war, dann bin ich jetzt wieder dran. Ganz Gibt es noch genau. irgendwo Pulverfässer? Ja, ein paar liegen noch rum. Ja, Kannst du schon. juhu. Los geht's. Fingerfertigkeit for the win. Oh, ich habe keine Kuh mehr. Mist. Dann versuche ich doch stattdessen vielleicht wirklich eher auf die Wunde einzustechen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe mit meinen zwei Würfen für Fingerfertigkeit, ist eher überschaubar und ich möchte nicht weder meine Finger in die Luft jagen noch jemand anderen. Du könntest Insofern, allerdings auch nochmal das versuchen, was du kannst, nämlich die ja, Crew ich dazu zu versuche bewegen, dann dass sie eher angreifen. die Leute dazu zu bewegen, das zu machen. Das tue ich dann wohl. Damit reden Dann, kannst. ihr seht, es funktioniert. Mehr Pulver. Schmeißt es hin. Werft ihn in die Luft. Ich meine, jagt ihn in die Luft. Ach, was auch immer. Los geht's. Das war mal das Leutewurf und kein Redekunstwurf, aber. Ja, ups, das war der Monsterkrebs. Ja, das sind zwei Erfolge. Mehr nicht. Die feiern diesmal tatsächlich schon ein bisschen gezielter. Also offenbar war das diesmal leicht erfolgreicher. Schaffen es auch hier tatsächlich. Ah, komm her, Krebs. Danke. Ein bisschen Schaden zu verursachen. Aber also sehr effektiv ist das jetzt auch noch nicht. Ach Gott, es gibt kein gutes Personal mehr heutzutage. Tja, was soll ich sagen? Hätte ich meine Inseljungs dabei, dann wäre das hier schon vorbei. Aber auch der Krebs irgendwie, dem reicht's jetzt. Der hat irgendwie das Gefühl so, nee, eigentlich nicht mehr. Und bäumt sich noch einmal auf, schüttelt seine Schere noch ein bisschen, schleudert dabei Rodrigo übers halbe Deck. Verursacht aber dabei keinen Schaden und schiebt sich mit seinen Krebsbeinen nach hinten wieder vom Schiff runter und lässt sich zurück in den Ozean gleiten. Und ist auf einmal weg. Ha, Sieg! Wenn ich ins Wasser feuern könnte oder ein Torpedo erfunden hätte, dann könnte er etwas erleben. Aber Kuhs und Ideen regenerieren sich übrigens, bevor wir sie wieder vergessen, Aha, ja. am Ende des Kampfes. Man kann praktisch auf die Summe klicken und schon sind sie wieder da. Ha, da bin ich doch wieder ideenreicher. Feiges Biest. Ich gehe zu Rodrigo und schaue mir die Verletzung mal an. Es ist nur eine Wie geht's? Fleischwunde. Ich werde das überleben. Ja, Rodrigo sieht echt nicht gut aus. Also, ihr Aber ist er auch verwundet, ist die Frage. könnt ihr das erste Hilfe? Oh, wow. Ja, Erste ich Hilfe würde rufen. gerne eine Idee opfern und mich um seine Wunden kümmern. Bist du da gut drin? Also so. Nein, ich bin da ganz furchtbar drin. Aber er hat ehrenhaft gekämpft. Du Aber musst ich mich könnte dann, dadurch. lass mich das machen. Ich kann da nicht zusehen, wie du das machst.
Das ist der Arzt auch noch. Genau, weil ich kann das ein bisschen besser, glaube ich, fürchte ich, denke ich. Aber jetzt ist sie auch gerade, guck, ah, ich hab sie in die Schranken gewiesen, jetzt traut sie sich nicht mal mehr, sich zu bewegen. Sie ist gelähmt vor Angst. Ich würfel dann mal in der Zeit, bis Hannas Ja, Internet wieder da wirf ist. mal, bis das Internet wieder. Mit einer Idee, die ich dafür opfere. Und das hat ja auch wieder super Ich geklappt. will das Das ist dann zurück, genau mein Hanna. Erfolg. Ich glaube, nee, da tut's weh, oder? Da kann man nichts machen. Das blutet. Das wird schon wieder. Das Blut wäscht das Gift raus. Wenn ihr das sagt. Ja, Also, du heilst deinen Lebenspunkt. ja. Cool. Danke Denn dafür. zumindest bin ich jetzt wieder über der Hälfte. Aber die Es ist doch, es Erklärung ist doch. dafür, warum der Herr von Sand hier offenbar nicht so gut war, weil in dem Moment, wo er das offenbar versucht, geht erneut so ein schwerer Schlag durchs ganze Schiff. Auch jetzt ist Diesmal er mal gut. schwerer und stärker noch als vorher. Das vorher war wie so ein sanftes Dotzen, bevor dieser Krebs da hochgeklettert ist. Das Schiff hat es leicht schräg gestellt damals, also vorhin. Ja, und jetzt ist tatsächlich so ein Schlag. Die Seeleute, die sich gerade nicht an irgendwas festgehalten haben, zufällig, fallen zum Teil um und auch Abraham fällt quasi mit einem wenig eleganten Köpfler über Rodrigo drüber, während er versucht, seine Wunden zu verarzten. Und es geht ein hässliches Knarzen durchs ganze Schiff. Es klingt ein wenig so, als würden da die Planken unten am Rumpf in Mitleidenschaft gezogen werden. Mother of Krebs. Noch bevor irgendjemand noch einen Alarmruf abgeben kann, erhebt sich neben eurem Schiff ein wesentlich größeres, sehr bizarr und widernatürlich aussehendes Gefährt aus der Tiefe, das Diolus, als es schließlich gänzlich sich aus den Fluten erhoben hat, doch um einige Meter überragt. Der Rumpf bedeckt von Muscheln und Korallen, mit Segeln aus geflochtenem Seetang und Stofffetzen und hin und wieder huschen da kleine Krebse durch die Ritzen und Fische, die gerade eben noch fröhlich unter Wasser sich getummelt haben, die sich jetzt plötzlich auf Deck des Schiffes wiederfinden, sind sehr eilig damit beschäftigt, wieder ins Wasser zu kommen. Und ein Schwall trüben, stinkenden Wassers ergießt sich von der Reling dieses anderen Gefährts auf das Deck der Eolus. Also es riecht wirklich absolut widerlich, so eine Mischung aus fauligem Seetang und verwesenden Leichen. Und Jetzt wissen als wir auch, wo er, die Toten herkamen. ja, nämlich, das vorher waren tatsächlich vielleicht nur ganz wenige dieser Seeleichen, weil im nächsten Moment treten nach wie vor vollkommen lautlos viel, viel, viel mehr und zum Teil viel größer und absonderlicher aussehende Kreaturen, die vielleicht irgendwann mal Menschen gewesen sein mögen, an die Reling und schauen wortlos auf das Deck der Aeolus herunter. Ich richte Mit hier. einen Finger auf sie und sage, nein. Euch kriege ich auch noch. Das nächste Mal. Ich gucke mal, ob ich den Captain sehe. Ist der irgendwie in Aktion? Weil sonst denke ich, wäre es sinnvoll, wir würden versuchen, schnell von hier wegzukommen. Der Kapitän starrt ebenso wie seine Crew relativ gebannt und ein bisschen merklich ängstlich da hinauf, diese paar Meter zu dem Schiff, an dessen Reling sich jetzt ein Haufen vermoderter Wasserleichen sammeln. Gut, dann würde ich erstmal versuchen, mit Redekunst ihn wieder zu Sinnen zu bringen und dafür auch gleich noch eine Idee auszugeben, damit das ein bisschen besser geht, nachdem unser Würfelglück heute ja exorbitant ist. Und ihn dazu zu kriegen, seine Mannschaft anzuweisen, die Segel zu setzen und sich verdammt noch eins das Schiff in Bewegung zu setzen. 5 Erfolge. Du rufst ihm das zu, aber er ist so gebannt von dem, was da oben passiert,
dass er dazu nicht kommt, selbst wenn er irgendwie noch die Energie gehabt hätte. Weil diese Masse an Wasserleichen da oben teilt sich und dazwischen tritt eine Gestalt hervor, nämlich dieser Herr hier, der auch nicht mehr ganz lebendig wirkt. Der aber doch lebendiger und der zu auf hinunter sieht und mit so einer Mischung aus herrschaftlichem Wohlwollen zu euch hinunterruft: Legt die Waffen nieder oder kämpft. Es ist eure Wahl. Okay, eine kurze Überblick über die Szene aus taktischer Sicht würde sagen, das sind deutlich mehr als wir und wir haben wenig Chancen. Wirkt das so? Ja, vielleicht. Das ist der Schluss liegt nahe. Die Frage ist jetzt, wenn wir kapitulieren, stehen wir dann als nächstes auch als untote Soldaten mit in seinen Reihen? Was habt ihr vor mit Vor allem ist uns? kapituliert unehrenhaft. Unehrenhaft kapitulieren. Ja. Ehrenhaft sterben. Ja, ja. Ja. Was habt ihr mit uns vor? Ich bedarf der einen oder anderen helfenden Hand für Dinge, die meine Crew nicht in der Lage ist, für mich zu tun. Ah, ihr braucht einen Koch. Nun, wir sind einige von uns recht fähig und durchaus willens, euch zur Seite zu stehen, wenn ihr versprecht, dafür unser Leben zu schonen und das unserer Crew. Nun, dann seid meine Gäste. Und in dem Moment, wie ihr das euch dazu einlädt, fangen die ganzen Leichen, diese Wandelnden, an, Strickleitern und Planken über die Reling hinunterzuwerfen, sodass es euch und der Crew ermöglicht wird, das Schiff zu wechseln. Ich wollte schon immer auf einem untoten Schiff. Was auch immer tun. Speisen? Krebs ist ja leider gerade aus. Ja. Das ist Na keine gut. gute Idee. Machen wir das jetzt wirklich? Glaubt ihr, es ist eine bessere Idee zu kämpfen? Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel Schrumpfköpfe ihr noch weghegeln könnt, aber es sind eine Menge. Ja. Na gut. Dann gehen wir da worüber. Ich gucke euch beide abwechselnd an und dann zur Crew und denke mir nur so, ja gut, wenn wir dadurch unschuldige Seelen retten können, dann okay. Und bevor auch ihr euch dazu entschließt, quasi voranzugehen, fangen schon die ersten Crewmitglieder ganz selbstständig an, diese Strickleitern hochzuklettern, weil, ja, was soll schon passieren? What's the worst that can happen? Ja, na gut, da fällt ja was ein. Gut, ich Weiß nicht. tue es ihnen nach. Ich stelle mich hin und stelle mich, so mutig ist das eben vermag, vor den Mann und sage: Ich bin Gouverneur Abraham Friso van der Sand. Mit wem habe ich die Ehre? Er guckt dich so an. Schaut so an dir runter. Für Erklärungen haben wir später genug Zeit. Und gerade, dass er dir die Hand nicht so ins Gesicht drückt, also, Mit der so Hand. jetzt schweig. Ja. Ja, Und sprich mit der Hand. damit würgt er dich mehr oder weniger ab, während die Crew offenbar vollständig hier dieses Schiff erklettert. Und die Untoten. Die untote Crew des anderen Schiffs, die Strickleitern und Planken wieder einziehen. Und im nächsten Moment hört ihr ein tiefes, grummelndes Rumoren aus dem Bauch des neuen Schiffes, auf dem ihr jetzt seid. Und ihr hört das Aufklappen von Kanonenluken und im nächsten Moment und aus ungefähr 3 Meter Entfernung zerlegt das Schiff eures neuen Gastgebers förmlich die Aeolus und euer bisheriges Reiseschiff.
Während die untote Crew nach wie vor vollkommen lautlos ihre Arbeit erledigt. Und die Kanonen ziehen sich zurück. Und euer neuer Freund sieht euch an. Ich habe euch meine nasskalte Gastfreundschaft angeboten. Nun holt besser tief Luft. Und in dem Moment setzt sich das Schiff in Bewegung und versinkt langsam wie ein U-Boot im Ozean, und über euch schlägt die nasskalte See zusammen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr das Abenteuer selber spielen. Dein Scheiß Ernst. Ja, Mann. Cliffhanger. Zumindest hatte der anständiges Personal. Damit sind wir hier am Ende angekommen, dieses Super, vielen, vielen Dank. Abenteuers. Sollte irgendjemand aus meiner regulären Runde zuschauen, beschwert euch nie wieder über meine Cliffhanger. Cliffhanger sind das beste Erzählmittel. Das ist Sufi. Ich Ja, wenn du selber das Spiel leitest und die raushaust, aber nicht, wenn du am Receiving End sitzt. bin da auch sehr, sehr Das bekannt stimmt natürlich. in den Runden, in denen ich leite für meine Cliffhanger. Ja, das ist sehr geil. Also Kompliment an den Spielleiter und den Autor, der sich hier im Chat befindet. Vielen Dank für die guten Tipps. Das hätten wir natürlich alles selber auch hingekriegt, wenn wir nur besser hätten würfeln können. Das war jetzt sehr geil und macht echt Lust auf das Setting, mal Hexen mit Piraten der Karibik irgendwie zusammen. Und natürlich auch mit sehr geilen, untoten Riesenkrebsen und irgendwelchen Gestalten, von denen wir noch nicht genau wissen, was ist. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie uns sagen hören, das klappt bestimmt, was soll schon passieren? Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Genau. Wir könnten sterben. Genau. Für die Leute, die das noch nicht kannten hier, das ist das Hexensystem gewesen. Wir haben das auf Foundry VTT gespielt. Davon hat man leider immer nur zwischendurch so einen kurzen Blinken gesehen von den Charakterbögen. Also das hat mehr als nur das Würfeln und die Ergebnisse im Chat. Foundry VTT für Hexen gibt es jetzt auch bei uns im Buch der Regeln im Store und als System auf Foundry. Das könnt ihr also. Könnt ihr das Abenteuer sozusagen nachspielen, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ihr könnt euch auch den Twitch-Stream ansehen und dann könnt ihr eure entsprechenden Spielerinnen und Spieler terrorisieren damit und mit fiesen Cliffhangern die ärgern. Genau. Wir sind damit vor unserer Zeit. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Fragen zu Hexen habt oder zu dem neuen Setting oder zu Foundry VTT für Hexen, dann könnt ihr das fragen, denn im Chat, wie gesagt, befindet sich auch der ein oder andere Autor dieses herrlichen Werks. Insofern, wenn ihr was wissen wollt, das Ding hier war ein Vorgeschmack auf das demnächst dann bei um Halloween herum startende Crowdfunding, wo ihr diese Karibik-Setting-Geschichte euch vorbestellen bzw. crowdfunden könnt, damit ihr es dann bald in euren untoten Händen halten könnt. Was wir nicht gezeigt haben übrigens, dazu hätten wir eine Mitspielerin oder einen Mitspieler mehr gebraucht. Ich ziehe die Dame kurz aufs Spielfeld. Die gute Millicent Le Petit, die hätte noch ein paar andere Dinge noch gekonnt, nämlich, ich möchte es nicht Magie nennen, weil, wie wir ja wissen, in Hexen ist normalen Menschen, die nicht dem Bösen anheimfallen, Magie verwehrt. Aber sie ist Hexendoktorin und kann vielleicht das eine oder andere mit Voodoo anfangen. Ja, das ist auch sehr geil. Ja, die hatten wir nicht genommen, weil wir ja nur zu dritt waren. Aber ja, Voodoo ist natürlich eine coole Nummer. Der Mirko weist darauf hin, morgen um 12 gibt es das hier alles nochmal in groß. Also ihr seht, könnt schon ein bisschen von den Artworks sehen. Ihr könnt ein bisschen Vorfreude und Vorgeschmack draufkriegen und dann die Illus da anschauen und mehr zum Thema dort erfragen. Und hoffentlich euch dann davon begeistern lassen. Wenn die Inge soweit ist, dass wir abschalten können, sonst hängen wir wieder jetzt stundenlang hier im Stream rum, dann würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank Klaus, vielen Dank Hanna, vielen Dank Tommy, vielen Dank an den Chat. Mir hat es sehr viel Freude bereitet. Ich habe jetzt gleichzeitig gelernt, wie Foundry funktioniert, sehr nützlich, weil ich dafür ja irgendwie seit einem Jahr zuständig bin.
Insofern habe ich da gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und werde dann, glaube ich, auch demnächst mal Hexen für mich selber anfassen. Denn je öfter ich das spiele, umso mehr Spaß macht mir das System. Das ist echt sehr cool. Aber aufpassen, Hexen anfassen ist manchmal schwierig, die verfluchen einen dann. Ja, da muss ich entsprechende Ideen zu haben. Aber gut. Ja, insofern vielen Dank an alle und dann würde ich sagen, schalten wir für heute uns ab und das Programm der UlyssesCon geht ab jetzt woanders weiter. Ja, gut, es geht also, sogar noch hier weiter. Gut. Genau, es geht auch hier weiter, ja, aber nicht bei uns. Also wir sind dann nicht mehr hier. Das hier, das ihr habt, ist ein anderes Hier, ist das hier, wo wir sind. Nicht so. Okay. Also es geht hier weiter, aber wir sind dann nicht mehr da. Ach, das ist mir zu kompliziert. Genau. Schalt uns ab, Inge. Okay, gut, ich schalte euch jetzt ab. Es gibt jetzt ein kleines Highlight-Video und dann sehen wir uns beim Felix Hans Let's Play wieder. Tschüssi. Mach's gut. Ciao. Ciao.